Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch einmal herzlich willkommen zu diesem ersten Panel, das sich mit Rahmenbedingungen, Akteuren und Prozessen der österreichischen Außenpolitik beschäftigt. Ich darf ganz am Beginn noch einmal daran erinnern, dass all diejenigen, die uns im Livestream folgen, die Möglichkeit haben, auf den beiden Plattformen Facebook und Twitter entsprechend Fragen zu posten oder Kommentare zu den Präsentationen zu posten. Wir werden auf diese Fragen dann in der Diskussionsrunde eingehen. Auch noch einmal ein ganz kurzer Hinweis zur Struktur dieses Panels. Wir werden zunächst einmal die fünf Präsentationen hören, also die fünf Beiträge, und dann in einem Block dazu entsprechend diskutieren. Ich darf Ihnen jetzt am Beginn auch ganz kurz vorstellen, wer unsere Autorinnen und Autoren sind, die in diesem Panel heute versammelt sind. Zunächst einmal darf ich Ihnen vorstellen Herrn Dr. Dr. Oliver Radkolb. Er ist Professor für neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte und er ist Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Wien. Dann Herrn Dr. Reinhard Heinisch. Er ist Universitätsprofessor für österreichische Politik in vergleichender europäischer Perspektive und Leiter des Fachbereichs Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Salzburg. Dann Herrn Dr. Christoph Konrad, er ist Leiter der Abteilung Parlamentarische Grundsatzarbeit im österreichischen Parlament. Dann Herrn Dr. Laurenz Enser-Jedenastik, er ist Assistenzprofessor für Sozialpolitikforschung am Institut für Staatswissenschaft der Universität Innsbruck. Dann Herrn Dr. Helmut Kramer, er ist emeritierter Universitätsprofessor für internationale Beziehungen an der Universität Wien. Und last but not least darf ich mich selber vorstellen. Mein Name ist Dr. Martin Senn. Ich bin assoziierter Professor für internationale Beziehungen und Leiter des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Wir werden nun in folgender Reihenfolge vorgehen, wie Sie es auch im Programm drinnen haben. Wir haben zunächst die Präsentation von Herrn Radkolb. Dann werden wir in einem zweiten Schritt auf meine Präsentation überleiten, auf die Neutralität. Dann werden wir uns mit dem Bundespräsident, der Bundesregierung und dem Parlament beschäftigen. Das ist die Präsentation von Reinhard Heinisch und Christoph Konrad. Wir werden uns dann auf die politischen Parteien, auch in der parlamentarischen Arena konzentrieren. Das ist die Präsentation von Laurenz Enser-Jedenastik. Und eine Änderung gibt es zum Programm. Wir werden dann noch eine fünfte Präsentation haben, und zwar von Herrn Helmut Kramer, der uns zur Bevölkerung und zur Zivilgesellschaft als Akteure in der Außenpolitik einiges zu erzählen hat. Damit darf ich dann gleich schon das Wort übergeben an Herrn Professor Radkolb. Bitte, Herr Professor Radkolb, bitteschön. Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich, da wir schon mit einer gewaltigen Verspätung beginnen und noch ein Referat mehr haben und es Freitagabend ist, werde ich versuchen, meinen Teil so kurz wie möglich in 10-12 Minuten Ihnen zu präsentieren. Verzeihen Sie daher die Thesenhaftigkeit dieser Vorstellung. Ich beginne mal mit dem ersten Thema. Als Ausgangsthese für meinen Versuch, die internationale Entwicklung mit der jeweiligen österreichischen Außenpolitik in Beziehung zu setzen, dient der Kalte Krieg, wobei meine Arbeitsthese in die Richtung geht, dass Österreich bis 1938, also in der Ersten Republik beziehungsweise in der Kanzlerdiktatur von Dollfuß und Schuschnigg, nur eine reduzierte, bilateral klein nachbarschaftliche Außenpolitik geführt hat mit dem Fokus auf Deutschland beziehungsweise 1933 dann auf das nationalsozialistische Deutschland, Italien, ein bisschen Ungarn, ein wenig wenigstens theoretische Auseinandersetzung mit dem Völkerbund, völliges Desinteresse für die USA, große Ablehnung der kommunistischen Sowjetunion. Und wenn wir uns das sozusagen dann wieder auch vor Augen rufen im diplomatischen Apparat 45, so ist es eigentlich ein Apparat, der nicht für eine internationale Außenpolitik geeignet ist. Trotzdem gelingt es aus einer Reihe von Gründen, die ich dann in meinem Beitrag präsentieren werde,
doch relativ rasch sich hier in den Kalten Krieg sehr geschickt einzupassen. Auf der einen Seite, hier links sehen Sie Renner, der im Jahr 45 auf der einen Seite glühende Briefe an den kommunistisch-sowjetischen Staats-, also Regierungschef Stalin schreibt und auf der anderen Seite mit den Amerikanern durch Geheimdienstkontakte verhandelt und gleichzeitig auch die Plünderungen und die sowjetische Besatzungspolitik preisgibt. Diese Schaukelpolitik der ersten Phase, die die Sowjets übrigens ziemlich empört hat, die aber realpolitisch vielleicht nicht ungeschickt war, wird dann sehr schnell abgelöst nach den Wahlen durch einen ganz proamerikanischen Außenminister Karl Gruber, der so weit gegangen ist, dass er selbst vertrauliche Ministerratsvorlagen der amerikanischen Botschaft übergeben hat. Das zeigt sich dann auch bei der einzigen Chance für einen Staatsvertragsabschluss 1947, dass es eigentlich keinen Manövrierspielraum mehr für die Außenpolitik gegeben hat. Also so als Arbeitsbegriffe für diesen ersten Teil ist eben diese höchst reduzierte bilaterale, keineswegs internationale Außenpolitik vor 1938 und nach 1945 auf der einen Seite Schaukelpolitik und dann weiter eben eine extrem proamerikanische Außenpolitik. So, jetzt hat irgendwer da illegalerweise meine PowerPoint gefressen. Schauen wir, ob das weitergeht. Der nächste Schritt, und das ist für mich der zentrale Schritt Richtung Staatsvertrag, das ist das erste Mal, dass ein österreichischer Politiker, der überhaupt keine internationale Erfahrung hatte, der keine Fremdsprache gesprochen hat, nämlich Julius Raab, verstanden hat, nach dem Tod Stalins, vor allem dann ab 53, 54, dass der Schlüssel für einen Staatsvertragsabschluss in Moskau liegt. Also Sie sehen auch, man muss nicht zum Außenpolitiker ausgebildet sein, man muss keine Fremdsprachen sprechen, man braucht einfach eine Vision, ein klares, auch geostrategisches Denken. Und das muss man Julius Raab, der ja bekanntlicherweise aus dem rechten Lager der Christlich-Sozialen kommt, aus dem Lager der niederösterreichischen Heimwehren lassen. Er hat dieses Gespür gehabt gegen massive Widerstände der eigenen Partei, großer Widerstände des sozialistischen Koalitionspartners, hat er dann auch 1955 die berühmte Reise nach Moskau durchgedrückt und auch ohne viel Federlesen, auch wieder gegen große Vorbehalte der SPÖ die Neutralität akzeptiert und auch die hohen Ablöseforderungen. Hier ein schönes Farbfoto dann, übrigens in einer Zeit, wo dann die Ablöseforderungen, also die Erdöl- und Erdgaslieferungen schon vorbei waren. Raab kehrt aber interessanterweise zur Rennerschen Schaukelpolitik zurück. Also er organisiert beziehungsweise lässt den Sudetendeutschen Tag genauso zu, wie er das kommunistische Weltjugendfestival dann in Wien auch billigt. Übrigens ein Festival, wo es ein antikommunistisches Gegenfestival gegeben hat, von einer ganz interessanten Koalition organisiert, nämlich vom damaligen Staatssekretär der SPÖ, Bruno Kreisky, Fritz Molden, Gewerkschaftlern, auf amerikanischer Seite später sehr wichtige politische Akteure wie Brzezinski oder im NGO-Bereich Gloria Steinem. Also das ist sozusagen die Schaukelpolitik. Ja, der Direktor der Diplomatischen Akademie hat heute schon, Kollege Brix, zu Recht darauf hingewiesen, die Bedeutung der Etablierung der Diplomatischen Akademie 64
durch Bruno Kreisky, der 1959 durch einen übrigens Betriebsunfall der Innenpolitik zufällig Außenminister wird. Er war eigentlich schon dabei, seine Rede als Finanzminister der Großen Koalition zu schreiben. Und kurz bevor er fertig war, hat Julius Raab die, glaube ich, einzige Niederlage im ÖVP-Parteivorstand kassiert. Die ÖVP war nicht bereit, den berühmten Finanzminister Reinhard Kamitz fallen zu lassen. Das bedeutete ein teures Geschenk an den Koalitionspartner, und Bruno Kreisky nützte das weidlich aus und forderte eben ein eigenständiges Außenministerium, das damals erstmals errichtet war. Das war auch ein ganz zentraler institutioneller Bruch zur Ersten Republik. Kreisky hat schon als Staatssekretär einige Aktivitäten ausgelotet im Bereich der Entspannungspolitik. Er wäre eigentlich fast politisch schon 58 wieder in der Versenkung verschwunden, als er illegalerweise versucht hat, ein Treffen des sozialdemokratischen Bürgermeisters Westberlins Willy Brandt mit sowjetischen Entscheidungsträgern zu organisieren. Also er beginnt schon Politik zu machen, wie er es dann als Bundeskanzler tun sollte. Also auch eine aktive Außenpolitik, Entspannungspolitik, Nachbarschaftspolitik und vieles andere mehr. Auch erste Nahostreisen, der erste Besuch eines westlichen Außenministers in Ägypten bei Nasser. Also ganz spannende, leider viel zu wenig erforschte Zeit. Auch eine viel zu wenig erforschte Zeit, die aber ebenso wichtig ist, ist die Außenpolitik in der ÖVP-Alleinregierung unter Josef Klaus. Auch eine Fortsetzung in der Entspannungspolitik. Der große Erfolg in der Südtirol-Frage, der Kreisky verwehrt wurde, trotz großem Engagement, auch einer eigenen Initiative vor der Vereinten Nationen. Und dass Kurt Waldheim später UNO-Generalsekretär wurde, hängt auch mit dieser Phase zusammen, die ich aber jetzt ebenfalls ganz kurz nur überspringen kann. Herr Vizekanzler Mitterlehner hat heute schon erwähnt, also die Nahostpolitik, Arafat, hier ein Bild bei einer Pressekonferenz mit Willy Brandt. Eben plötzlich ist es eigentlich nicht mehr die Außenpolitik im Außenministerium, sondern der Kanzler nimmt die großen Themen einfach an sich. Ja, ist auch etwas, was wir in der Gegenwart wieder sehen. Ist auch, glaube ich, institutionell, bürokratisch, politisch ein wichtiger Punkt. Wenn es also einen Staatschef gibt, der sich für außenpolitische Fragen interessiert, dann kann er hier auch Akzente setzen. Ich habe einige aufgelistet, die ich mir dann im Detail ansehen werde. Wie gesagt, die Rolle der Vereinten Nationen ist ebenso ein Paradigmenwechsel im Vergleich zur Ersten Republik, wo der Völkerbund völlig ignoriert wurde vom damaligen Bundeskanzleramt Auswärtige Angelegenheiten. Und wie gesagt, während der ÖVP-Alleinregierung wurde ja der UNO-Amtssitz in Wien beschlossen, den dann die ÖVP mit allen Mitteln versucht hat, in der Endphase der Ära Kreisky zu verhindern. Aber Kreisky hat das durchgezogen. Also auch sehr spannend, eben die großen Linien, die großen Fragen und immer auch im Versuch, internationale Akteure zusammenzubringen, wie hier Brandt und Arafat. Da gibt es eine breite Palette an vergleichbaren Treffen. Und das wäre sozusagen die nächste Phase, die ich mir ansehen werde. Dann erfolgt eine Reduktion, Fokussierung, also weg von der großen Weltpolitik. Also der große Summit, der letzte North-South-Summit in Cancun, an den Kreisky mitorganisiert hat, an dem er aus Krankheitsgründen dann nicht teilnehmen konnte. Und Pierre Trudeau hat das dann geleitet, gemeinsam mit einem mexikanischen Politiker. Und diese Zeit ist vorbei und jetzt sozusagen wird versucht, rasch
einen Beitritt zur europäischen Gemeinschaft, später zur europäischen Integration zu schaffen. Man muss auch fairerweise sagen, dass hier vor allem die ÖVP ab 1984 bereits massiv Druck gemacht hat, also hier diesen internationalen Trend aufgreift, vor allem im Bereich der Parlamentarier, ist das Andreas Kohl und hier kam sie die berühmte Unterzeichnung des EU-Vertrags, der also in einer kleinkarierten Form sehr typisch österreichisch abgewickelt wurde, indem der damaligen Staatssekretärin Ederer verweigert wurde zu unterschreiben und dafür durften zwei Beamte das unternehmen. Also auch das ist Österreich. Der letzte Punkt und dann höre ich schon auf mit meinen kurzen Thesen und kleinen Blitzlichtern zu meinem Beitrag. Ich muss Ihnen ehrlich gesagt sagen, ich bin ziemlich ratlos, wie ich mit der Zeit der letzten Jahre seit 1995 umgehen soll. Ja, es gibt kluge Analysen. Ich zitiere hier jetzt unter den vielen Helmut Kramer aus 2010 zur Stagnation und Krise der österreichischen Außenpolitik. Wolfgang Petritsch thematisiert 2020 den Besuch des österreichischen Bundeskanzlers bei Donald Trump als Österreichs Außenpolitik in Verwirrung. Michael Gehler meint zu den letzten EU-Aktivitäten Planlosigkeit als Ausdruck von Visionslosigkeit. Und noch einmal Wolfgang Petritsch zur Phase in der Zeit des Bundeskanzlers Walter Faymann, also die Jahre 2010 bis 2017 als verlorene Faymann-Jahre. Und das Außenamt ist nur ein Abwehramt. Und ich gebe ganz offen zu, ich kämpfe wirklich, was mir normalerweise nicht schwerfällt, mit der Struktur dieser Politik. Ja, es ist eine Außenpolitik, die sehr stark innenpolitisch getragen ist. Ist es eine Außenpolitik, die bestimmte Interessen im Rahmen der Europäischen Union vertritt oder nicht? Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, und das ist für das Handbuch ein großes Problem, ich hoffe sehr auf interessante Beiträge von vielen renommierten Kolleginnen und Kollegen in dieser Runde, um dann zu versuchen, das in meine historische Analyse einzupassen. Meine provokante These, und ich glaube, einige spricht dafür, dass wir uns unter ganz anderen Rahmenbedingungen, wir sind natürlich im Rahmen der Europäischen Union in einem ganz anderen Bereich, auch was außenpolitische Möglichkeiten betrifft. Wir sind natürlich in den Vereinten Nationen in einer ganz anderen Liga. Aber irgendwo vom Geist her habe ich manchmal das Gefühl, und Vizekanzler Mitterlehner hat auf die Politik gegenüber den Visegrad-Staaten hingewiesen, zu Recht hingewiesen, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Kleinstaaten-Nachbarschaftspolitik der Zwischenkriegszeit wieder zurückkehrt. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank, Herr Radko, für Ihre Ausführungen und für das perfekte Zeitmanagement. Also wirklich auf die Minute genau haben Sie den Zeitrahmen getroffen. Ich darf mir jetzt selber das Wort geben zu diesem zweiten Beitrag, der sich mit Neutralitätspolitik beschäftigen wird oder mit der österreichischen Neutralität. Also mein Beitrag beschäftigt sich mit Österreichs immerwährender Neutralität. Ich habe den Untertitel gewählt, Wandlungen einer außenpolitischen Grundlage der Zweiten Republik. Und da bin ich schon beim Ausgangspunkt oder beim Leitmotiv auch meines Beitrages. Und zwar ist dieses Leitmotiv, dass Österreich zwar immerwährend, wie es so schön heißt, oder wie es eigentlich, wie der richtige Begriff lauten müsste, permanent neutral ist. Aber diese Neutralität war nie statisch. Sie wurde im Laufe der Zeit an neue Bedingungen
angepasst, Bedingungen im Inneren des Staates, Bedingungen außerhalb des Staates. Sie hat sich also im Laufe der Zeit mehrfach gewandelt. Und diesen Wandel möchte ich in diesem Beitrag nachzeichnen. Also für mich ist das dieser zentrale Ausgangspunkt. Ja, Österreich hat sich dieser permanenten, immerwährenden Neutralität verschrieben. Das heißt aber nicht, dass wir es hier mit einer statischen Prämisse der staatlichen Außenpolitik zu tun haben, sondern die Neutralität hat sich im Laufe der Zeit gewandelt und das Ganze auch sehr stark. Sie sehen hier die Übersicht der Struktur meines Beitrages. Ich behandle die Neutralität im Wesentlichen in vier Schritten. Zunächst einmal stelle ich mir die Frage, was ist denn überhaupt Neutralität? Also wie kann man das Konzept der Neutralität fassen? Es ist auch wichtig, um die Neutralität ein wenig abzugrenzen von verwandten Begriffen, die auch häufig verwendet werden, die man häufig hört. Vor allen Dingen dieser Begriff auch der Blockfreiheit, des Neutralismus, oder auch der Begriff oder das Konzept der nicht kriegführenden Partei. Und das geht es im ersten Teil des Beitrags. Der zweite Teil geht dann auf die historischen Entstehungsbedingungen der österreichischen Neutralität ein, beschäftigt sich also mit der Frage, wie konnte Österreichs Neutralität überhaupt entstehen? Und ich gehe hier auch ganz kurz auf die rechtliche Verankerung der österreichischen Neutralität ein. Sage ich gleich noch was dazu. Der dritte Punkt, und da geht es dann wirklich in den Kern hinein, beschäftigt sich mit der Frage, wie hat sich Österreichs Neutralität im Laufe der Zeit gewandelt? Und hier unterscheidet der Artikel vier Phasen der Neutralität, auf die ich noch eingehen werde. Den Abschluss bildet dann eine Übersicht der kausalen Faktoren oder der verschiedenen Gründe oder Faktoren, die auf die Entwicklung dieser Neutralität Einfluss genommen haben. Also das sind die vier Schritte, in denen ich mich mit der Neutralität beschäftige. Der erste Schritt, wie gesagt, ist dieser konzeptionelle, also mal die Frage, was ist überhaupt Neutralität? Und hier habe ich eine Definition in diesem Beitrag, die sagt, Neutralität bezeichnet ganz grundsätzlich die Unparteilichkeit eines Akteurs in einer Situation der gewaltsamen Auseinandersetzung oder man könnte auch sagen des Krieges zwischen anderen Akteuren. Neutral sein, geht der Beitrag dann weiter vor. Neutral sein bedeutet, keine Partei in einem gewaltsamen Konflikt zu unterstützen, sei es direkt durch Teilnahme an Kampfhandlungen oder indirekt durch Hilfeleistungen wie Truppenstationierung oder Waffenlieferung. Und neutral sein bedeutet auch, selber keinen bewaffneten Konflikt auszulösen. Von dieser grundsätzlichen Definition weg zeichnet der Beitrag dann auch die historische Entwicklung des Rechtsinstituts der Neutralität nach, also über diese verschiedenen Entwicklungsphasen, die sich im Wesentlichen auch entlang der Konsolidierung des europäischen Staatensystems entsprechend entwickelt haben. Was im Kern dieses konzeptionellen Beitrags steht, ist diese Übersicht, die Sie hier vor sich sehen. Der Artikel oder der Beitrag sagt, dass wir, wenn wir über Neutralität sprechen, eigentlich drei konzeptionelle Dimensionen unterscheiden müssen. Wir müssen das Neutralitätsrecht unterscheiden von der Neutralitätsform und wiederum von der Neutralitätspolitik. Der Artikel geht dann kurz auf das Neutralitätsrecht ein, das ja im Wesentlichen verankert ist in den Haager Abkommen 5 und 13. Geht hier auf die Rechte und Pflichten der neutralen Staaten ein, also das Recht auf die Unverletzlichkeit des Territoriums, die Verhinderungspflicht, die Enthaltungspflicht, die Unparteilichkeitspflicht und die Duldungspflicht. Können wir in der Diskussion gern noch weiter ausführen, wenn hier der Wunsch besteht. Der Beitrag geht dann auf die Neutralitätsform ein, unterscheidet hier die Ad-hoc-Neutralität, also die von Staaten deklariert wird im Fall eines bewaffneten Konflikts, wo eben Staaten sagen, wir wollen nicht Teil dieses Konflikts sein, wir wollen neutral sein. Und eben die permanente Neutralität, also die Neutralität, die auch in Friedenszeiten im Endeffekt schon existiert, die letztlich eine Vorbereitung darauf ist, wenn man so möchte, dass man dann in einem kriegerischen Konflikt auch neutral ist. Der Beitrag geht dann auf die Neutralitätspolitik ein und sagt, dass die Neutralitätspolitik im Wesentlichen einen permanent neutralen Staat es erlaubt, die Neutralität glaubwürdig zu gestalten. Also bei der Neutralitätspolitik geht es im Wesentlichen darum, dass ein neutraler Staat seine Neutralität glaubwürdig gestaltet oder glaubwürdig macht. Dass eben, wenn es zu einem Konflikt kommt, die Neutralität auch von anderen Staaten gewahrt wird.
Und hier bei der Glaubwürdigkeit unterscheide ich wiederum drei Dimensionen. Und die werden dann später wichtig, wenn ich über diese letzte Phase der österreichischen Neutralität spreche. Neutralitätspolitik beinhaltet Ausdeutung, Attraktivität und Abschreckung. Ausdeutung meint, dass man sich darüber Gedanken macht, wie die Neutralität überhaupt gestaltet werden soll. Also wie soll die Neutralität gestaltet, gelebt werden in einem speziellen Kontext. Attraktivität meint, dass ein Staat darstellt, dass seine Neutralität einen Mehrwert für andere hat. Dass quasi andere Staaten einen Nutzen von dieser Neutralität haben. Beispielsweise durch gute Dienste, durch die Beherbergung von internationalen Organisationen und andere Dinge. Abschreckung als dritten Pfeiler dieser Neutralitätspolitik. Abschreckung meint schließlich, dass die Kosten einer Neutralitätsverletzung erhöht werden, also so hoch wie möglich gestaltet werden. Also im Wesentlichen meint es, dass ein neutraler Staat ein gewisses Maß an militärischer Vorbereitung auf den Verteidigungsfall an den Tag legen muss, um eben entsprechend die Kosten einer Neutralitätsverletzung im Konfliktfall so hoch wie möglich zu halten. Der Beitrag geht dann auf die Entstehung der österreichischen Neutralität ein, behandelt, wie sich auch die Vorstellungen der Neutralität zwischen 1945 und 1955 geändert haben, die Vorstellungen seitens der Österreicher, die sich ja zum Teil selber nicht einig waren in der Vorbereitung auch des Treffens in Moskau, wie die Neutralität jetzt genau ausschauen soll, wie sie gestaltet, wie sie gelebt werden soll, aber auch die Vorstellungen hinsichtlich der Neutralität bei den Alliierten. Das Zeichen wird ganz kurz und bündig nachgezeichnet, wie sich diese Vorstellungen entwickelt haben und letztlich zu diesem Punkt geführt haben, dass man sich auf dem Treffen in Moskau darüber einigen konnte, wie jetzt nun Österreich neutral sein soll, und zwar eben, wie es auch im Moskauer Memorandum drinnen steht, eine Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz. Dann eben geht der Beitrag ein auf das Neutralitätsgesetz, das eben dieses Versprechen, das in Moskau gegeben wurde, in eine rechtliche Form gießt. Da möchte ich jetzt nicht im Detail darüber sprechen, geht eben darauf ein, auf dieses Freiwilligkeitsprinzip, das hier betont wurde, wobei wir alle wissen, so freiwillig war dann die Neutralitätserklärung nicht, sondern sie war die Vorbedingung für die Wiedererlangung der vollen Souveränität. Es wird eben auf diese immerwährende Neutralität geblickt im Beitrag, also auf diese permanente Neutralität, auf diesen Aspekt der zur Gebote stehenden Mittel, wie es in Artikel 1 drinnen ist, und dann eben noch ganz kurz auf diese Bündnisfreiheit und die Freiheit von Stützpunkten. Der Beitrag geht dann weiter und beschäftigt sich mit diesen vier Phasen der österreichischen Neutralität. Und hier nehme ich zum Teil Anleihe bei bestehender Literatur. Helmut Kramer beispielsweise hat hier natürlich auch einiges dazu geschrieben und möchte das eben mit dieser vierten Phase auch entsprechend weiterentwickeln, die ich im Endeffekt die Stagnationsphase nenne. Also das Argument in diesem Artikel ist, dass die Neutralität sich in vier Phasen gewandelt hat. Die Konsolidierungsphase, die Hochphase, die Reorientierungsphase und die Stagnationsphase. In aller Kürze, Konsolidierungsphase, also die Phase unmittelbar nach Staatsvertrag und Beschluss des Neutralitätsgesetzes. Hier beginnt sich Österreich schon von diesem Muster auch der Schweiz zu entfernen. Beitritt zu den Vereinten Nationen, auch diese Bertros-Doktrin, wo eben gesagt wird oder wo eben die Völkerrechtsmeinung ist, dass im Endeffekt die Neutralität nicht im Konflikt steht mit diesem System der kollektiven Sicherheit und dass die Neutralität eben Vorrang hat vor der Solidarität im Rahmen der Vereinten Nationen. Auch schon erste Bewährungsproben, wurde heute auch schon erwähnt, die Ungarn-Krise, der Prager Frühling als erste Bewährungsproben für die Neutralität. Das war die Konsolidierungsphase. Dann die Hochphase, bis Mitte der 80er Jahre, im Wesentlichen geprägt auch durch die Person von Bruno Kreisky und die Kanzlerschaft von Bruno Kreisky. Hier kommt es wirklich, wie es Helmut Kramer auch genannt hat, zu einer Globalisierung der Neutralitätspolitik. Österreich engagiert sich im Rahmen des KSZE-Prozesses. Es gibt Versuche der Vermittlung im Nahostkonflikt. Es gibt die erfolgreiche Bewerbung um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Kurt Waldheim wird UN-Generalsekretär. Der UNO-Standort in Wien wird eröffnet. Das heißt, hier kommt es wirklich zu einer globalen Wirkung der österreichischen
Neutralitätspolitik, auch interessant in dem Zusammenhang und wichtig, ist die Gründung des Österreichischen Instituts für internationale Politik im Jahr 1978, wo wir auch in dieser Ausdeutungsschiene und in diesem Ausdeutungsbereich der Neutralität drinnen sind. Das heißt, es kam hier zu einer Bündelung von Expertise, zu einem intensiven wissenschaftlichen Forschungsprozess, der sich auch mit Fragen der Neutralität und Außenpolitik beschäftigt hat. Die Reorientierungsphase in aller Kürze ist dahingehend zu verstehen, dass sich die inneren und äußeren Rahmenbedingungen der österreichischen Neutralität grundlegend gewandelt haben. Offensichtlich natürlich das Ende des Ost-West-Konflikts, aber auch die Vertiefung der europäischen Integration und entsprechend auch der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, was ja auch dazu geführt hat, dass eine entsprechende Anpassung der österreichischen Bundesverfassung notwendig geworden ist. In dieser Reorientierungsphase kann man auch feststellen, dass sich die österreichische Politik, vor allen Dingen die ÖVP, stärker orientiert hat in Richtung NATO, mehr auf Distanz gegangen ist zur österreichischen Neutralität, also auch geliebäugelt hat mit einem Ende der österreichischen Neutralität. Es hat sich aber einerseits Widerstand bei der SPÖ geregt, andererseits gezeigt, dass die österreichische Bevölkerung auf jeden Fall diese Neutralität nicht aufgeben möchte. Damit sind wir dann bei dieser Stagnationsphase, die aus meiner Sicht beginnt circa Mitte der 2000er Jahre. Es besteht zwar wiederum Konsens unter den politischen Eliten, dass Österreich diesen Status der permanenten Neutralität erhalten soll, aber gleichzeitig sehen wir, dass in diesen drei zuvor genannten Bereichen der Neutralität es zu Stillstand oder zu Stagnation kommt, also in der Ausdeutung, in der Abschreckung und in der Attraktivität. Hier sehen wir eindeutige Stagnation, eindeutigen Stillstand. Ganz kurz zur Ausdeutung. Was wir hier sehen, ist, dass zum einen die öffentliche Debatte in Österreich zur Neutralität abnimmt. Das sehen Sie beispielsweise in dieser ersten Grafik, Frequenz der Begriffe Neutralität und Österreich in österreichischen Tageszeitungen. Also sieht man ab Mitte der 80er Jahre einen eindeutigen Abwärtstrend. Das heißt, es wird öffentlich weniger berichtet und weniger diskutiert über Neutralität. Auch kann man das sehen im Bereich der parlamentarischen Debatten. Also hier wurde auch der Begriff Neutralität dokumentiert im Zeitverlauf. Man sieht hier schon einige Hochphasen zu neuralgischen Punkten auch der Neutralitätspolitik und ab den Mitte 2000er Jahren tendenziell abflachen. Das heißt, auch in der parlamentarischen Arena nimmt das Interesse an Neutralität ab. Was man auch feststellen kann, ist, dass es auch im Bereich der Regierungen oder der Regierungserklärungen weniger Ideen, weniger Konzepte gibt im Laufe der Zeit, wie die Neutralität gestaltet werden soll. Man sagt, ja, Neutralität ist wichtig, ist zentral für Österreich, schützt uns, hilft uns. Aber was jetzt genau die Neutralität ist und wie es gelebt werden soll, darüber wird relativ wenig nachgedacht, beziehungsweise wird auch wenig darüber informiert. Im Bereich der Abschreckung kann man sagen, dass wir es mit einer Ziellosigkeit und chronischen Unterfinanzierung der Streitkräfte zu tun haben. Es gibt hier einen fehlenden politischen Willen, entsprechend über die Rolle und die Relevanz des österreichischen Bundesheers nachzudenken und diese auch entsprechend zu definieren. Es ist so, dass die Finanzierung des Bundesheers eher mit dem Gießkannenprinzip erfolgt, anstatt wirklich mit einer Profilbildung, die es dem Bundesheer ermöglichen würde, entsprechend auch im internationalen Kontext noch stärker tätig zu sein. Also wir haben im Wesentlichen mit einer chronischen Unterfinanzierung auch des Bundesheers zu tun. Im Bereich der Attraktivität ist es so, dass wir es eher mit einer passiven Haltung zu tun haben. Also diese Phase auch der aktiven Außenpolitik, Neutralitätspolitik ist vorbei. Man zieht sich eher auf diesen Standpunkt zurück, dass man sagt, okay, Österreich ist ein Ort der Begegnung. Hier können sich Staaten treffen, beispielsweise JCPOA. Österreich ist ein UNO-Standort, aber es gibt eben nicht mehr diese aktive Neutralitätspolitik, die versucht, Brücken zu bauen, die versucht, Akteure zusammenzubringen. Das gibt es nicht, beziehungsweise nur mehr sehr am Rande. Und was hier auch noch ins Treffen zu führen ist, ist, dass auch in der jüngeren Vergangenheit es einige Entwicklungen gab oder einige Entwicklungen gab, die auch nicht gerade der Glaubwürdigkeit Österreichs als Brückenbauer zuträglich waren. Ich möchte nur beispielsweise auch an den Tanz von und mit Wladimir Putin auf einer Hochzeit in der Südsteiermark erinnern. Zu,
Zuletzt geht der Beitrag dann noch auf die Einflussfaktoren ein, die auf die Neutralitätspolitik gewirkt haben. Er schaut sich hier geopolitische Einflussfaktoren an, also auch die Machtverschiebungen im internationalen System. Er schaut sich die Institutionalisierung an, vor allen Dingen im Bereich der UNO und der Europäischen Union, blickt aber auch ins Innere und kommt eben da auch zu einem Befund, dass natürlich die Identität eine sehr wichtige Beharrungskraft auch dieser Neutralität ist. Neutralität ist Teil der österreichischen Identität geworden und es hat Österreich auch erlaubt, nach dem Zweiten Weltkrieg die Vergangenheit, auch an die imperiale Vergangenheit ein wenig anzuknüpfen. Also die Neutralität hat es Österreich erlaubt, die weltpolitische Rolle wieder aufzugreifen, die man im Habsburg-Imperium entsprechend früher wahrgenommen hat. Ich könnte jetzt noch auf die weiteren Faktoren eingehen, möchte das aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr tun. Vielleicht haben wir auch in der Diskussion entsprechend Zeit. Am Ende möchte ich noch einen letzten Satz machen. Und zwar dahingehend, dass im Endeffekt die Neutralität derzeit oder die Neutralitätspolitik derzeit in einer Zwickmühle ist. Auf der einen Seite ist es so, dass wirklich die Neutralität zurückgeschrumpft wurde auf einen Kernbestand. Auf der anderen Seite ist es so, dass die österreichische Bevölkerung die Neutralität liebgewonnen hat, dass sie Teil der österreichischen Identität ist. Es stellt sich die Frage, was tun mit dieser Neutralität? Aufgeben kann man sie nicht gut, weil es politisch wahrscheinlich sehr schwer wäre. Ja. Deswegen bleibt letzten Endes nur aus meiner Sicht eine bewusste und nachhaltige Reaktivierung der Neutralitätspolitik. Wenn man das nicht tut, wenn man sich weiterhin in dieser Passivität bewegt, wenn man sich weiter nicht engagiert, dann wird im Endeffekt auch die österreichische Neutralität längerfristig ihre Glaubwürdigkeit verlieren und damit auch Österreich als weltpolitischer Akteur. Damit möchte ich zum Ende meiner Ausführungen kommen oder bin schon am Ende meiner Ausführungen und möchte das Wort jetzt übergeben an die Kollegen, Multitasking war noch immer eine Stärke, an die Kollegen Heinisch und Konrad, die über den Bundespräsidenten und die Bundesregierung referieren werden. Bitte schön, Reinhard. Also wie gesagt, danke auch noch einmal herzlich für die Einladung hier. Wir haben den Bereich Bundesregierung, Parlament und Bundespräsident als Akteure der Außensicherheitspolitik. Das ist ein sehr, sehr umfangreicher Bereich. Natürlich, wahrscheinlich könnte man ein Kapitel über jeden dieser Bereiche schreiben und je mehr man sich mit dem befasst, desto mehr findet man auch. Das Kapitel, wir haben vielleicht drei große Blöcke, die historischen und verfassungsrechtlichen Grundlagen. Christoph wird darüber referieren. Dann die theoretischen Grundlagen und schließlich haben wir auch eine empirische Untersuchung, die führt dann zur Thematik der Praxis und des sich veränderten Amtsverständnisses vom Nationalrat, Bundesrat, Regierung und Bundespräsidenten. Wir haben, wie das auch gewünscht wurde, erkenntnisleitende Fragen oder grundlegende Fragen, die jetzt sehr ähnlich sind. Also wir fragen zuerst eben nach den rechtlichen Grundlagen der außenpolitischen Rolle, versuchen dann eine theoretische Einordnung oder fragen, wie man eben das theoretisch einordnen kann, wo die Entscheidungsarenen sind und wo, welche Akteurskonstellationen dann wo zustande kommen. Wollen dann eine empirische Analyse versuchen der politischen Zielsetzungen von Regierungen über die Zeit, um zu sehen, inwieweit diese internationale Einbettung Österreichs zugenommen hat. Und beschäftigen uns dann im zweiten Hauptteil mit der Handlungspraxis der zentralen außenpolitischen Akteure und vor allem der Wechselwirkung zwischen denen. Und damit würde ich überleiten zur historischen Entwicklung und bitte hier Christoph fortzusetzen. Ja, danke Reinhard. Ganz kurz hierzu. Österreich ist ein nachholend, wenn man es vergleicht mit anderen europäischen Staaten in der Auseinandersetzung mit der auswärtigen Gewalt und ihrer theoretischen Diskussion. Aber wenn sie beginnt, Ende des 19. Jahrhunderts, dann sehr intensiv und zwar auf einer theoretischen Ebene über das Verhältnis von Völkerrecht und staatlichem Recht und auf einer praktischen Ebene und juristischen praktischen Ebene auf der Frage nach Souveränität und rechtlicher Gebundenheit. Diese Diskussionen laufen über mehrere Jahrzehnte und mit der Beschlussfassung des Bundesverfassungsgesetzes 1920 trifft man
auf dieser Grundlage eine wesentliche Entscheidung, die man damals als Parlamentarisierung der Außenpolitik bezeichnet und wo man eine Absage an den Begriff auswärtige Gewalt stellt. Es soll alles rechtlich gebunden sein und es soll entsprechend formalisiert werden. In der Praxis zeigt sich ein anderes Bild, nämlich dass die Regierungsdominanz weiter besteht. Und Kreisky hat einmal dazu gesagt, das Parlament sei nur da, um nachzukeppeln. Trotzdem sehen wir eine Weiterentwicklung im Sinne parlamentarischer Einbindung. Und zwar dann, wenn etwas als verfassungsrechtliches Problem gesehen wird und man sagt, man braucht jetzt eine Verfassungsregelung dafür. Etwa beim Beitritt der Österreich zur Europäischen Menschenrechtskonvention, wo das mit einigen Jahren Verzögerung kam. Oder wenn die Regierung diese Verfassungsmehrheiten nicht hat und Oppositionsparteien dann Forderungen stellen können, die auch den außenpolitischen Bereich treffen. Das sehen wir zunächst im Bereich des Beitritts bei der Europäischen Union. Kann man natürlich unter diesem Aspekt auch behandeln. Und dann aber zum Beispiel auch, wenn es um den Beitritt zum europäischen Stabilitätsmechanismus und damit den Umgang mit der Finanz- und Schuldenkrise geht. Also das sind dann auch so Punkte, wo das dann punktuell hineinkommt. Wenn wir uns jetzt die Verfassung oder die institutionellen Grundlagen ansehen, dann zeigen sich hier sehr viele wiederum nur einzelne Punkte und auch große Ambivalenzen in der Auslegung. Wir haben in der Bundesverfassung nur den Bundespräsidenten in seiner Rolle für die Außenvertretung und Vertragsabschlüsse stehen. Er ist aber zugleich in vielen, wo es um rechtliche Akte geht, vom Vorschlagsrecht der Bundesregierung abhängig. Und auch die Bundesregierung und der Bundeskanzler vor allen Dingen sind für die Vertretung im Europäischen Rat und im Rat der EU bestimmt. Das ist auch wichtig, weil ja nur die Bundesregierung unmittelbar vom Nationalrat und Bundesrat kontrolliert werden kann und ihm verantwortlich ist, wenn sie dem Bundespräsidenten zwar politisch gegenüber verantwortlich ist, aber wir hier keine Transparenz in der Kontrolle herstellen können. Interessanterweise ist der Akteur, den wir in der allgemeinen Diskussion über Außenpolitik am wenigsten sehen, nämlich das Parlament, am dichtesten geregelt in der Verfassung. Das betrifft den Abschluss von Staatsverträgen, der hier genehmigt werden muss, die Mitwirkung in EU und ESM-Angelegenheiten, in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und bei Truppenentsendungen. Hier gibt es auch, und deshalb führen wir das an, sehr viele Überschneidungen. Und wenn wir auch heute schon angesprochen haben, dass vieles in der österreichischen Außenpolitik mittlerweile ganz eng mit der EU zusammenhängt, dann ist das wichtig, das zu sehen, weil nämlich die Mitwirkungsrechte in EU-Angelegenheiten politischen Parteien, Parlamentariern, den beiden Parlamentskammern ein viel mehr an Handlungsmöglichkeiten eröffnen, als das früher der Fall war, wenn man die beiden Sachen geschickt zu verschränken weiß. Und schließlich, und das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, der Nationalrat und der Bundesrat haben sehr umfassende Kontrollrechte. Die Außenpolitik ist nirgends von der Kontrolle ausgenommen. Es gibt einzig die Sachen, wo Informationen klassifiziert sind, wo man unter Umständen auch mit dem Problem der Amtsverschwiegenheit konfrontiert ist. Aber es gibt nichts, das explizit ausgenommen ist. Das heißt, es kann alles parlamentarisch zum Thema gemacht werden. Was wir auch, und das haben wir ja heute schon gehört, nicht in der Verfassung haben, ist, es gibt keine Definition von Außenpolitik und außenpolitischen Zielsetzungen. Es gibt zwar in der Zusammenhang mit der EU und einzelnen Aspekten der Sicherheitspolitik den berühmten Hinweis auf zwingende außen- und integrationspolitische Gründe, wie es heißt. Aber auch das bleibt offen, was das genau ist. Das Zweite, was interessant ist und hervorzuheben, nämlich auch im Kontext unserer Nachbarstaaten, ist diese umfassende Akzeptanz von Völkerrecht, die wiederum mit der theoretischen Entwicklung und Grundlegung in Österreich zu tun hat. Wir haben also eine sehr offene Verfassung. Und es gibt dann einzelne punktuelle Vorgaben, die auch den Schwerpunkten entsprechen, die auch in den anderen Kapiteln des Handbuchs genannt werden oder behandelt werden. Den hier gerade erörterten Staatsvertrag von Wien und die Neutralität, aber auch Staatsziele wie Atomfreiheit oder den Volksgruppenschutz. Das sind also wiederum nur sehr einzelne Punkte. Und was wir jetzt und was Reinhard auch weiter ausführen wird, ist, wir merken, immer dann, wenn Themen entweder rechtlich oder politisch hochsalient werden, dass dann auch die Chance besteht, dass diese einzelnen Themen in die Verfassung und quasi in die DNA der institutionellen Akteure kommen. Bitte, Reinhard.
Ja, danke, Christoph. Der nächste Teil ist quasi dann der Versuch, eine theoretische Grundlage zu schaffen bzw. Zu erklären, welche Akteure in welcher Konstellation wann vorkommen. Wir stellen einerseits den Veto-Spieler-Ansatz vor in Verbindung mit dem Arena-Wechsel als Exit-Strategie und möchte hier das hier ein bisschen ausführen, auch dieses einfache Matrix-Modell der außenpolitischen Entscheidungsakteurskonstellationen oder Entscheidungsarenen. Das ist also ein bekanntes Modell aus der amerikanischen Außenpolitik, wo man sich quasi zwei Achsen vorstellen kann. Entlang der einen Achse, auf der einen Seite befinden sich die Ziele, wo die Adressaten der Politik im Ausland sind und wo es gleichzeitig dann auch einen nationalen Konsens gibt, also wo es keine Interessensdivergenz gibt, national wird das international bezeichnet. Auf der anderen Seite, entlang der X-Achse, haben wir dann quasi einen Bereich, wo die Adressaten der Politik teilweise im Inneren sind, weil hier Handlungen notwendig sind oder wo eine Interessensdivergenz herrscht zwischen den Akteuren, wird mit dem englischen Kunstwort international und domestic, also intermestic bezeichnet. Da kann man sich normal dazu eine zweite Achse vorstellen, wo Dinge hochsalient sind, also eine hohe Aufmerksamkeit erregen und aufpoppen und Dinge, die eher wenig in der Öffentlichkeit bekannt sind. Und da kann man sich dann entsprechend vier Quadranten und vier Akteurskonstellationen vorstellen, eben im Bereich hochsalient und international, die Regierungsspitze, Bundeskanzler, Außenminister in Verbindung, Absprache mit dem Koalitionspartner. Oft muss hier auch sehr rasch reagiert werden. Wenn wir dann in Richtung dorthin gehen, wo es eine Interessensdivergenz gibt, dann die Beteiligung vor allem des Parlamentes und im Parlament die Parteien, oft in Vertretung natürlich auch der Regierungspolitik und auch mit Beteiligung der Interessensgruppen, jedoch auf eine Weise, wo vor allem versucht wird, die Debatte im Parlament zu beeinflussen. Also hier Interessensgruppen sind aktiv, wenden sich an die Öffentlichkeit. Wir sehen das sehr oft bei CETA oder bei TTIP wäre das ein Beispiel bei Handelsdiskussionen oder bei Konflikten über Handelspolitik ist das ein Thema. Dann im Bereich, wo die Salienz gering ist, aber doch eine Interessensdivergenz besteht, meistens dann ein Expertinnenkreis, das zuständige Ministerium, bestimmt die Bereichssprecher von Parteien oder bestimmte Leute, die sich spezialisiert haben in diesem Bereich, Interessensgruppen, die direkt Lobbying betreiben, Experten, oft auch Einzelakteure oder Unternehmen, die dann hier direkt versuchen, den Prozess zu beeinflussen und letztlich dann in dem Bereich, die Adressaten sind außerhalb des Landes, die Materie ist wenig salient, oft Routine. Das ist im Teil des Außenministeriums, der Behörden und der Diplomaten. Ich glaube, das ist so eine grobe Einschätzung, um das dann auch zu verstehen. Und Christoph zeigt dann auch im Beitrag auf, dass es dann auch dass es auch durchaus auch der rechtlichen Dimension entspricht. Dann vielleicht, wenn wir weitergehen und uns ein bisschen mit einer empirischen Grundlage der Dimension der außenpolitischen Handlungen von Regierungen beschäftigen. Wir haben die Regierungsprogramme von 1983 bis 2019 gesammelt, analysiert und dann kodiert und haben das also kodiert. Und zwar auf Basis der in diesen Programmen formulierten Zielpunkte oder Zielsetzungen, und zwar alle Zielsetzungen, die eine internationale Dimension haben. Sie sehen also hier die entlang am linken Rand die Anzahl die Zahlen sind einfach die Zielsetzungen, die dort formulierten Punkte, also bis zu 200 Zielsetzungen, die aufgelistet wurden und die Analyse. Wir haben hier drei Analysedimensionen. Die rote Linie bezeichnet jene Zielsetzungen, wo die Adressaten im Ausland waren, außerhalb Österreichs waren. Die schwarze Zielsetzung waren Adressaten im Inland, die sich aber aus ausländischen Verpflichtungen oder aus geplanten ausländischen Handlungen Österreichs ergaben. Also Beispiel, Österreich möchte der Partnership for Peace beitreten, muss aber dann das Bundesheer umstrukturieren. Das wäre dann eine klassische hier unter Schwarz formulierte Bezeichnung. Dann haben wir extra beide zusammengenommen, den Bereich der EU herausgegeben, also wie viele von Rot und Schwarz eigentlich Zielsetzungen, die eigentlich im Zusammenhang mit der Europäischen Union stehen.
Und die braune Linie, das sind hier nicht die Zielsetzungen, sondern da wird gemessen einfach die Anzahl der Politikbereiche, der Politikfelder, in denen internationale Zielsetzungen formuliert wurden. Das heißt, und wenn man sich das ansieht, dann sehen wir, dass wir am Anfang, also kommen sehr wenige internationale oder außenpolitische Zielsetzungen vor, weniger als 20, dass das aber doch deutlich zunimmt in den 90er Jahren im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt, dass diese EU-Dimension immer wichtiger, immer größer wird. Und dass aber dann die innerstaatlichen Handlungen, die dann entstehen, auch von enormer Wichtigkeit sind und sehr umfangreich sind und eigentlich diese Einbettung Österreichs zunimmt und das oft vielen Leuten auch nicht bewusst ist, wie sehr Österreich hier eigentlich geprägt wird durch diese internationale Einbettung. Man könnte hier viel dazu sagen. Wir schauen uns noch vielleicht zwei weitere Grafiken an. Hier zum Beispiel bei dieser Grafik haben wir allein die uns hier rein auf die Außenpolitik, also nicht auf die wo innerstaatliche Akteure adressiert sind, sondern Akteure im Ausland. Und hier sehen wir eben einerseits die rote Linie bezeichnet die Nicht-EU-Politik, die Außenpolitik, die sich die internationalen Beziehungen, internationalen Organisationen, die nicht die EU betreffen. Dann blau ist die EU und dann grün ist die Entwicklungszusammenarbeit. Und wir sehen jetzt sehr schön, erstens die Parallelität der außenpolitischen Handlungen, sowohl EU- und Nicht-EU-Bereich, dass das durchaus parallel verläuft. Wir sehen auch, dass unterschiedliche Regierungen unterschiedliche Schwerpunkte legen. Wir sehen auch diese Zickzack-Verlauf. Man sieht aber auch, dass diese beiden Linien einander bis zu einem gewissen Grad bedingen, erklärt die Parallelität, während zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit, die grüne Linie, nicht dieselbe Kurve hat, dieselbe Form hat und dadurch einer anderen Logik unterliegt. Und auch hier haben wir also sehr noch viel mehr Analysen natürlich in dem Kapitel. Die nächste Grafik wählt einfach aus bestimmte Politikbereiche, wo die Regierung Zielsetzungen formuliert. Das sind Politikbereiche, die man vielleicht nicht sofort mit außenpolitischem Handeln assoziiert, aber das sind alles Bereiche, wo eben hier außenpolitische Punkte mit erwähnt werden in den Zielsetzungen. Und man sieht natürlich, dass am Anfang der Bereich Wirtschaft sehr dominant war, dass aber Bereiche wie Umwelt und Sicherheit immer wichtiger werden, vor allem ab den 2000er Jahren. Und es widerspiegelt natürlich auch die Intentionen und die Programmatik der Regierungsparteien. Und nicht zufällig sehen wir diese Doppelspitze 2019 mit der Sicherheitspolitik in Vertretung der ÖVP und der Umweltpolitik in Vertretung der Grünen. Aber auch hier sehen wir eine massive Ausweitung eigentlich dieser internationalen Dimension in der österreichischen Politik und wo wir meinen, dass das vielen Leuten in der Form also auch nicht bewusst ist. Damit würde ich weitergehen zu Christoph Konrad und mit der Analyse der empirischen Grundlagen des österreichischen Parlaments. Ja, wir schauen dann weiter auf, wie spiegelt sich das im Parlament wider, welchen Stellenwert hat dort Außenpolitik. Und das Erste, was mal sehr auffallend ist, dass wir hier anhand von drei Gesetzgebungsperioden zeigen, aber dass sich fast durch die ganze Zweite Republik hindurchzieht, ist, dass wir eine sehr hohe Zahl an Staatsverträgen haben, die im Parlament behandelt werden. Es ist oft ein Drittel ein Drittel vom Verhältnis zu den Gesetzesvorlagen, die kommen, wenn ungefähr. Und das Interessante dabei ist in Österreich, dass jeder Staatsvertrag in dem Ausschuss beraten wird, in dem auch das Thema sonst beraten wird. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Verschränkung von Außenpolitik und Innenpolitik, die möglich wäre, und auch eine Form von Bewusstseinsbildung, die möglich wäre. Tatsächlich ist es aber so, dass Staatsverträge durchgängig nur einmal in einem Ausschuss behandelt werden. Selbst sehr hoch umstrittene, wie das CETA-Abkommen, war nur einmal im Ausschuss. Und Laurenz Enser-Jedenatik zeigte dann noch das Abstimmungsverhalten drinnen. Ähnliches gilt übrigens auch für EU-Vorhaben. Die meisten von ihnen werden in der überwiegenden Zahl der Fälle nur einmal im Ausschuss geraten, hier allerdings in einem spezialisierten Ausschuss. Neue Mitwirkungsrechte, die haben wir erwähnt, also bei Sachen, wo es sich weiterentwickelt hat, wo man darauf bestanden hat, dass das Parlament hier, vor allem der Nationalrat, stark eingebunden wird, haben in der Praxis hingegen kaum Bedeutung. Das heißt, die Themen waren einmal da und laufen dann halt irgendwie als Routine mit. Interessant ist, dass dem
also dieser eher Passivität, die wir hier sehen, eine signifikante Zunahme der außenpolitischen oder diplomatischen Aktivitäten von Präsidentinnen des Nationalrats und einzelner Abgeordneter gegenübersteht. Die stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den im Nationalrat und im Bundesrat beratenden Verhandlungsgegenständen. Es gibt auch keine Brücke, es ist etwas nicht irgendwie, dass es formal in den Verhandlungen thematisiert werden könnte. Und was wir hier, das ist aber durchaus erfolgreich, wenn man zum Beispiel hernimmt, dass 2021 das erste Mal eine IPU-Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten nicht in Genf stattfindet, sondern in Wien. Aber es ist etwas, das kaum wahrgenommen wird, öffentlich, und was auf der anderen Seite auch nahelegt, dass man sich hier alternativ meiner, wenn man es jetzt flapsig formuliert, einer eigenen Außenpolitik sucht, weil man gegenüber der Regierung erstens nicht kaum wahrgenommen wird und auch nicht viel an Gestaltungsspielraum hat. Interessant ja auch noch, den Gestaltungsspielraum gäbe es ja bei Staatsverträgen, in denen man einseitige Erklärungen abgeben würde. Das hat man zuletzt 1983 gemacht. Was wir auch sehen, und das ist auffallend, welche Bedeutung Außenpolitik im Parlament hat oder haben kann, es könnte sehr viel sein, wenn wir sehen, dass jeder Bereich von Außenpolitik kontrolliert werden kann, durch Anfragen, durch Entschließungen, durch Debatten. Und Anfragen zum Thema Außenpolitik, wo wir jetzt Entwicklungspolitik, Atompolitik, Staatsverträge und so weiter hineinnehmen, sind verschwindend gering gegenüber den Gesamtzahl der Anfragen. Wir sehen aber auch, dass hier Außenpolitik nicht bloß eine ist, die mit dem Außenminister oder der Außenministerin in Verbindung gebracht wird, sondern die Zahl der Anfragen ist insgesamt viel höher als jene an die Außenminister selbst. Was auffallend ist, das haben wir hier herausgenommen, ist, dass Themen, die sehr starke Bedeutung bekommen, wie in den letzten Jahren TTIP und CETA, herausstechen. Hier gibt es plötzlich sehr, sehr viele Anfragen, hier werden sehr viele Kontrollmittel genutzt. Bei Entschließungen ist es anders, das ist kein Minderheitsrecht, es braucht einen Mehrheitsbeschluss. Da haben wir eine relativ hohe Zahl von Entschließungen zur Außenpolitik im Verhältnis zur Gesamtzahl von Entschließungen des Nationalrats. Hier können wir auch sehen, dass die Themen, die besondere Bedeutung haben in Regierungsprogrammen, auch durch Entschließungen unterstützt werden. Hier wären zum Beispiel ganz viele zu nennen zu Türkei, teilweise auch zur Menschenrechtslage im arabischen Raum. Interessanterweise sehr wenig zu TTIP und CETA. Auch bei Debattenformaten wie den aktuellen Stunden, dringlichen Anfragen oder dringlichen Anträgen ist sehr wenig außenpolitische Thematisierung, was wiederum auch interessant ist, wenn man sieht, wie manche Themen ja doch politisch Bedeutung haben, aber dann in anderen Arenen als dem Parlament beraten. Im dritten Organ, dem Bundespräsidenten, in dem Verhältnis. Entschuldigung, ich muss leider ganz kurz, wir sind schon wirklich ganz weit über der Zeit. Wir sind sofort fertig. Okay, wunderbar, Entschuldigung. Der Bundespräsident ist ja, wenn man es anlegt in der Verfassung, kann er sehr eine weite Rolle einnehmen. Aber das wechselt, wie wir wissen, mit den Amtsinhabern. Was wir zeigen wollen, ist, dass sich in den letzten Jahren stark dadurch verändert, wenn wir die Legitimationsprobleme der Parteien sehen und eine Wahrscheinlichkeit entsteht, dass die Bundespräsidenten ihre Rolle uminterpretieren und gerade Außenpolitik oder Kontrolle davon zum Teil des Amtsverständnisses machen. Das war auch bei den letzten Bundespräsidentschaftswahlen wieder sehr im Zusammenhang mit CETA und TTIP zu sehen. Aber wir können hier auch erkennen, dass der Bundespräsident durchaus ein Powerbroker zu einer bestimmten politischen Linie werden kann. Weiterhin sehen wir aber eine grundsätzliche Arbeitsteilung zwischen Bundespräsident und Regierung, nämlich die Bedeutung des Bundespräsidents für Grundsatzthemen, also Politikbereiche, die wenig kontrovers sind oder die bis zuletzt wenig kontrovers waren. Und Reinhard macht jetzt den Schluss. Wir haben alles gesagt. Das Fazit ist die Zusammenfassung von dem Gesagten. Ich bedanke mich und übergebe an Martin Zenn. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank für die spannende Präsentation. Ich darf jetzt weitergeben an Laurenz Insa-Jedenastik, der
noch einmal den Blick auf das Parlament und vor allen Dingen auf die politischen Parteien werfen wird oder richten wird. Bitte schön, Lawrence. Ja, ich würde mich auch versuchen, kurz zu halten. Es geht im Beitrag um politische Parteien im Parlament und es geht jetzt anders als im vorherigen Beitrag in Bezug auf das Parlament um vor allem die Parteien, Koalitionen, die Abstimmungskoalitionen im Parlament und sozusagen die politische Wettbewerbsdynamik da drinnen. Wenn man sich so fragt, wie soll man sozusagen politische Parteien in der Außenpolitik ganz prinzipiell konzeptualisieren, dann gibt es ja da zwei mögliche Erwartungen, die man haben kann. Die eine ist so eine Art Norm der Überparteilichkeit, die in der Außenpolitik stärker ausgeprägt sein sollte als sonst wo. Wir sehen hier den republikanischen Senator Arthur Vandenberg, der diesen berühmten Satz von Politics stops at the water's edge gesagt hat und als Republikaner die damalige Außenpolitik einer demokratischen Regierung in den USA mit unterstützt hat und mitgeprägt hat. Und dieser Satz, der ist sozusagen so zu interpretieren, dass die Außenpolitik keine Arena für Parteienkonflikt sein soll. Das ist eine oft formulierte Erwartung und es gibt natürlich dann auch empirisch die Ableitung daraus als Hypothese, dass die Außenpolitik wenig von Machtwechseln in einem Land beeinflusst wird und die nationalen Interessen einfach konstant sind und relativ unabhängig davon, wer regiert, verfolgt werden. Im Gegensatz dazu kennen wir aus der Politikwissenschaft auch das Konzept des Party Government, das einfach uns sagt, Parteien, die treten mit unterschiedlichen Programmen an und diese programmatischen Unterschiede, die schlagen sich auch in der Regierungsarbeit nieder. Alles andere wäre auch eigentlich in einem demokratischen, responsiven System seltsam. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich der gesamte Beitrag. Ich möchte jetzt auf drei Arenen eingehen, nämlich die parlamentarische, dann die Wahlkampfarena und dann noch sozusagen einen kleinen, nicht gerade Exkurs, aber sozusagen einen spezielleren kurzen Blick auf die Elitenrekrutierung in der österreichischen Außenpolitik. Die parlamentarische Arena, die ist schon kurz angesprochen worden, deswegen sage ich formal gar nicht mehr viel dazu. Was sich der Beitrag empirisch anschaut, ist die Abstimmungen zu den Staatsverträgen, die es seit dem Jänner 1996 bis zum Mai dieses Jahres gegeben hat. Und da sehen wir, dass die Einstimmigkeitsraten, so als mal ganz grobes Maß für das Ausmaß des Konsenses, im Nationalrat bei Abstimmungen über Staatsverträgen relativ hoch sind, aber schon einigen Schwankungen unterliegen. Sie sind vor allem hoch, wenn man es im Vergleich zu den Abstimmungen über dann, das sind also sozusagen nur die Einstimmigkeitsraten bei beschlossenen Gesetzen, wenn man diese beiden Dinge miteinander vergleicht, dann sehen wir, dass wir doch deutlich drüber liegen in allen Jahren bei den Staatsverträgen, ist das Einstimmigkeitsausmaß deutlich höher. Das heißt, das würde dafür sprechen, dass wir doch sozusagen diese Norm der Überparteilichkeit etwas stärker ausgeprägt haben in der Außenpolitik. Wenn wir es dann auf die Parteien runterbrechen und einmal schauen, zu wie viel Prozent stimmen die den Staatsverträgen, die ja normalerweise als Regierungsvorlage eingebracht werden, zu. Und da ist ganz klar, dass einmal die Regierungsparteien, die sind hier farblich unterlegt, die haben natürlich sehr, sehr hohe Zustimmungsraten von praktisch 100%. Aber Unterschiede gibt es im Verhalten der Opposition. Da sehen wir zum Beispiel, dass die SPÖ selbst in Oppositionsphasen relativ hohe Zustimmungsraten zu Staatsverträgen hat. Das ist zum Beispiel bei FPÖ und Grünen, um nur die zwei wichtigeren Parteien neben ÖVP und Grünen, SPÖ-Pardon anzusprechen, ganz anders. Die sozusagen passen ihr Abstimmungsverhalten sehr stark eben daran an, ob sie in der Regierung sind oder nicht. Und als Regierungspartei tragen sie natürlich Regierungsvorlagen mit, logisch. Aber als Oppositionspartei gibt es doch relativ klare Abweichungen von der 100% Zustimmung, die wir sonst sehen. Einige ausgewählte Abstimmungen, die zentral waren, das ist sozusagen so ein bisschen eine eklektische Sammlung von Abstimmungen im Nationalrat. Wenn jemand hier das Gefühl hat, irgendwas ganz Wichtiges fehlt noch, dann bin ich sehr dankbar für alle Hinweise. Ich versuche sozusagen so Meilensteine der parlamentarischen Behandlung von außenpolitischen
Aktivitäten irgendwie zu dokumentieren. Und da sehen wir hier schon, dass in den ersten Nachkriegsjahrzehnten es einen breiten Konsens zwischen SPÖ und ÖVP gibt. Der schließt immer wieder auch andere Parteien mit ein. Und es gibt hier Abweichungen seitens der KPÖ, die ja bis Ende der 50er im Parlament ist, und des VDU bzw. dann der FPÖ. Und da sieht man auch schon eine dieser Spannungslinien, die sozusagen entlang der Ausrichtung Österreichs im Ost-West-Konflikt irgendwie sich zieht, wo natürlich die KPÖ die Moskau-treue Position vertritt und VDU bzw. FPÖ für eine stärkere Westintegration eintreten und deswegen zum Beispiel auch sowohl die Neutralität als auch den Beitritt zur EFTA ablehnen. In den jüngeren Jahrzehnten dann sehen wir wieder breiten SPÖ-ÖVP-Konsens, natürlich auch durch die gemeinsame Regierungszeit in vielen dieser Jahre zumindest, aber auch eine hier relativ stark ausgeprägte Opposition, vor allem mal bei FPÖ und Grünen in den 90er Jahren und kurz davor schon, in Bezug auf internationale Handelsabkommen, aber auch alles, was Fragen der europäischen Integration betrifft. Das wandelt sich dann in den 2000ern. Erstens mal wandeln sich sozusagen bei den Grünen, wandelt sich die Positionierung, bei der FPÖ wandelt sich der Status zur Regierungspartei. Damit haben wir sehr viel Konsens in den 2000er Jahren. Das ändert sich dann später wieder und wir haben jetzt sozusagen bei diesen Fragen wie Vertrag von Lissabon, Weltklimavertrag von Paris, eine relativ breite Mehrheit, die das trägt im Parlament und normalerweise die Parteien sozusagen am rechten Rand des Spektrums, die sich dazu ablehnend äußern. In der Wahlkampfarena habe ich mir Daten aus der Wahlprogrammanalyse der Austrian National Election Study angeschaut. Das sind etwa 100 Wahlprogramme eben der Parlamentsparteien seit 1945 und die sind dort in sehr, sehr feingliedrige Bereiche kodiert und bieten deswegen eine schöne Quelle für eine Längsschnittanalyse über die gesamte Zweite Republik. Hier sehen wir die einzelnen Buchstaben sind die Parteiprogramme aus den jeweiligen Wahljahren. Und da habe ich jetzt mal zwei Bereiche beleuchtet, nämlich einerseits klassische Außenpolitik, also internationale Organisationen, Neutralitätsfragen, Krieg und Frieden etc. und Fragen der europäischen Integration. Was hier nicht dabei ist, ist Verteidigungspolitik, im Sinne von landesverteidigungspolitischen Diskussionen, die innerösterreichisch hauptsächlich stattfinden. Die zeigt aber sozusagen keinen großen Zeittrend, auch wenn man sich sie anschaut. Und hier sehen wir, dass es einen fallenden Trend gibt für die außenpolitische Dimension. Die ist natürlich in den ersten Nachkriegsjahren und Jahrzehnten doch bedeutsamer und nimmt dann in ihrer Bedeutung ab. Bei der europäischen Integration, die führt sozusagen lange irgendwo ein Schattendasein oder ist nicht wahnsinnig relevant. Die FPÖ hat sie, das muss man dazu sagen, doch stark, deutlich stärker als die anderen Parteien in ihren Wahlprogrammen präsent. Die ist auch sozusagen die proeuropäische Partei der 60er, 70er, teils noch 80er Jahre. Und dann natürlich mit der Beitrittsperspektive und dem vollzogenen Beitritt in den 90ern wird europäische Integration ein fixer Bestandteil der politischen Agenda für die Programme aller Parlamentsparteien. Also wir haben sozusagen einen langsam sinkenden Trend für die Außenpolitik klassischerweise und einen dann abrupt ansteigenden Bedeutungszuwachs eben für Themen der europäischen Integration. Wenn man es jetzt mal ohne Zeitachse, sondern nur die Parteien einfach vergleicht und wie verteilt sich das, dann sehen wir hier auch gewisse Unterschiede. Bei Fragen der sozusagen klassischen Außenpolitik haben wir ein gewisses Links-Rechts-Gefälle, wo die KPÖ, die eben noch in den frühen Jahren dabei ist im Parlament, den stärksten Fokus darauf hat und am anderen Ende VDU bzw. FPÖ-BC, die ich ja jetzt mal zu einer Parteienfamilie zusammengefasst habe, dazwischen mit gewissen Unterschieden die anderen Parteien. Bei Fragen der europäischen Integration schaut es ein bisschen anders aus, nämlich geht der Trend ein bisschen so in eine Gegenrichtung, aber da haben vor allem die Parteien mit relativ exponierten Positionen, also eben VDU, FPÖ-BC, die sozusagen zuerst sehr positiv, dann sehr skeptisch sind, aber auch liberale Parteien in Österreich, die durchweg sehr proeuropäische Positionen einnehmen, relativ hohe Salienzen. Ganz kurz zur Elitenrekrutierung, das ist vielleicht sozusagen ein bisschen ein seltsamer Punkt auf den ersten Blick in diesem Kapitel, aber wir kennen ja sozusagen diese Idee, dass sich Parteipolitik
Parteidifferenzen, Parteienwettbewerb nicht nur niederschlägt in dem, was für Programme die Parteien formulieren und wie sie sie umsetzen, sondern auch in der Rekrutierung von politischen Eliten. Und hier sehen wir auch diesen Konflikt oder dieses Spannungsfeld zwischen Überparteilichkeit und sozusagen der Parteiendifferenz oder des Party Government, wenn man so will. Wir haben unter den Außenministerinnen der Zweiten Republik einen relativ großen Anteil an parteilosen oder zumindest sehr wenig parteigebundenen Ministerinnen. Und wir haben aber auch einen hohen Anteil von Parteivorsitzenden, die einmal dann später oder früher irgendwann mal in ihrer Karriere an die Spitze ihrer Partei, also die ersten Repräsentantinnen ihrer Parteien gewesen sind. Das heißt, wir haben sozusagen sehr, sehr stark in den Parteien verankerte, aber auch sehr, sehr schwach in den Parteien verankerte Persönlichkeiten hier. Und wir sehen auch in den Karriereverläufen, dass es da eine große Variation gibt. Für manche ist zum Beispiel die Rolle der Diplomatie als Karriereschiene in das politische Amt oder und dann auch nach dem politischen Amt bedeutend. Für andere haben sozusagen eher klassische Parteikarrieren und gehen eigentlich den diplomatischen Weg. Gar nicht wirklich außerhalb während ihrer Amtszeit natürlich. Ganz kurze Konklusion, also für die Themenagenda können wir konstatieren, dass es in der klassischen Außenpolitik einen gewissen Bedeutungsverlust gibt. Für die Europapolitik, Fragen der europäischen Integration, die erlebt natürlich eine Bedeutungszunahme und ist eben seit den 90ern ein fixer Bestandteil der politischen Agenda. Bei den Konfliktlinien sehen wir Unterschiede in der Ost-West-Politik. Und heute natürlich besonders in der europäischen Integration, wo wahrscheinlich die Positionen noch polarisierter sind, könnte man sagen. Überparteilichkeit als Norm finden wir relevant im parlamentarischen Abstimmungsverhalten, ist jetzt auch in den Karrieren zum Teil. Aber die Parteidifferenzen sind jedenfalls vorhanden. Es ist nicht so, dass wir einfach nur Konsens vorfinden in der österreichischen Außenpolitik und im Parteienwettbewerb dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Lorenz, auch für eine sehr interessante Präsentation und für das Spitzenzeitmanagement vor allen Dingen. Dankeschön. Ich darf jetzt zu guter Letzt das Wort an Helmut Kramer übergeben, der in seiner Präsentation die Rolle der Zivilgesellschaft und der Bevölkerung behandelt. Bitte schön, Herr Kramer. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wahnsinnig interessanten Unternehmen. Und ich habe zwei thematische Schwerpunkte in meinem Beitrag, einerseits die Haltung der Bevölkerung, die Rolle der Bevölkerung in der Außenpolitik und dann als zweiten Schwerpunkt die Rolle der international aktiven NGOs in der Außenpolitik. Zum ersten Schwerpunkt, also zu Bevölkerung und Außenpolitik, öffentliche Meinung, gibt es reichhaltige Literatur mit einer Fülle von Daten, also einer Überfülle von Daten und auch sehr interessante empirische Untersuchungen, die sich zum Teil auch auf sehr interessante theoretische Analysen und Modelle stützen können. Im zweiten Teil, der Problembereich NGO, hier gibt es relativ wenig Literatur, aber ich hoffe, dass sich das noch in den nächsten Monaten ein bisschen besser darstellen wird. Ich wäre auf jeden Fall, ich habe schon begonnen mit Interviews mit Verantwortlichen aus dem NGO-Bereich. Also der Hauptteil, der erste Hauptteil ist eine Darstellung der Entwicklung der öffentlichen Meinung in außenpolitischen Kernthemen, Naturalität, Haltung zur EU, Entwicklungspolitik und das Interesse an Außenpolitik ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe noch keine neuen Daten, aber es ist, um das einen optimistischen Ton hineinzubringen, die Bevölkerung in Österreich ist zwar nicht in überwältigendem Ausmaß an Außenpolitik interessiert, aber es gibt in der Periode 1980 bis 2000 eine sehr, sehr signifikante Zunahme in Bezug auf das Interesse an außenpolitischen Fragen. Ich bin schon sehr gespannt auf neuere Daten. Und die Frage ist, ob sich das noch 2000 relativ hohe außenpolitische Interesse jetzt durch die Stagnation der österreichischen Außenpolitik, das wurde auch zitiert von Kollegen Radkolb, die österreichische Außenpolitik ist international geworden. Es zeigt sich, dass das, was Kreisky und auch Mock noch geschafft haben, nämlich eine Verbindung von nationaler Interessenswahrung in der österreichischen Außenpolitik und von Gutsöhs und guten Diensten, dass das sozusagen in der EU-Mitgliedschaft nicht mehr funktioniert. Der Personalabbau ist krass, also
seit 1995 ist das Personal im Außenministerium ein Drittel reduziert worden. Der Einfluss der Boulevarddemokratie ist auch sehr, sehr gravierend. Es gibt natürlich, damit das Ganze nicht so einseitig klingt, schon positive oder von Österreich positiv besetzte außenpolitische Aktionsfelder, wie etwa Westbalkan oder die Initiativen Österreichs in den Vereinten Nationen gegen Atomrüstung und auch für Menschenrechte. Aber auch hier gibt es eine doch ziemlich bedauerliche Abschwächung, wie etwa in der Ablehnung des UN-Migrationspaktes. Und es gibt hier ein Politikerversagen als Deutungseliten, um die Öffentlichkeit da hier wirklich aufzuklären, was dann zur Folge hat, dass die Bevölkerung als Folge der schlechten Informationsbasis durch die Medien und auch durch die Regierung etwa in Umfragen der Meinung ist, dass Österreich in seiner Unterstützung der armen Länder generöser und solidarischer Spendenweltmeister ist, was überhaupt nicht der Fall ist, wie wir ja alle wissen. Was ich auch hier behandeln möchte, ist eine sehr wichtige Dimension. Man kann sehr wohl von einer entscheidenden Rolle der Bevölkerung und einer effektiven Mitwirkung der Bevölkerung in der österreichischen Außen- und EU-Politik und Sicherheitspolitik sprechen. Ich meine hier die Volksabstimmungen und Volksbefragungen seit Ende der 1970er Jahre, wo der Einfluss der Bevölkerung, also etwa bei Zwentendorf 1978, bei der UN-Konferenzzentrum, beim EU-Referendum, der Volksbefragung über Wehrpflicht 2013, hier die Bevölkerung auch aus Verfassungsgründen wie der EU-Mitgliedschaft eine ganz wichtige Rolle spielt. Und diese Rolle der öffentlichen Meinung der Bevölkerung ist auch durch die starke innenpolitische Polarisierung, durch den Dissens zwischen SPÖ und ÖVP verstärkt worden. Was ich hier herausarbeiten möchte, nur kurz antippen kann, ist, dass für eine adäquate Einschätzung des Einflusses der Bevölkerung, der öffentlichen Meinung in Fragen der Außenpolitik nicht übersehen werden darf, dass bei aller ungenügenden Informationsbasis die Bevölkerung in wichtigen Bereichen der Außenpolitik, wie besonders deutlich in der Haltung zur Neutralität, dass hier die Bevölkerung einigermaßen stabile Einstellungen über außenpolitische Grundfragen aufweist. Der Schweizer Politikwissenschaftler Laurent Götschl hat zum Beispiel in der Neutralitäts Ausrichtung Österreichs von Principal Beliefs, whose political core consists of interest-based normative ideas and foreign security policy orientations gesprochen. Um ein Beispiel, ein sehr wichtiges Beispiel anzuführen, so hatte das Beharren der Bevölkerung darauf, dass die österreichische Neutralität auch trotz der stark veränderten Rahmenbedingungen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts weiterhin eine positive Funktion erfüllen könne, konkrete politische Auswirkungen. Die ÖVP-FPÖ-Regierung musste, als sich zeigte, dass die Bevölkerung einfach nicht bereit war, von der Neutralität abzurücken, ihren, zitiere da die Presse, 15. Jänner 2001, ihren Generalangriff auf die Neutralität abblasen und ist dann schließlich um die Jahreswende 2003 hier, als klar war, dass die ÖVP-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt keine Chance haben würde, gegen Heinz Fischer zu reüssieren, wenn sie mit der Option NATO-Mitgliedschaft weiter operieren würden. Im März 2021, nach einer Umfrage, ist die Option NATO-Mitgliedschaft, wird die von fast 2/3 der Bevölkerung abgelehnt. 62% sprechen sich dagegen aus und 15% haben hier keine Meinung. Das ist eine Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik aus diesem Frühjahr. Das heißt, eine wichtige Argumentation, die ich dann noch natürlich differenziert einführen und begründen muss, ist, dass die Bevölkerung, wie die Neutralitäts- und Sicherheitspolitik zeigt, in wichtigen außenpolitischen Grundsatzfragen und Entscheidungen durchaus eine konsistente und auf politische Grundwerte basierende stabile Haltung aufweisen kann, die im Vergleich mit den sogenannten politischen Eliten realistischer und rationaler sein kann. Kompliziert ist das Bild in der EU-Politik, die auch keine reine Außenpolitik ist und wo in Österreich die Tendenz zur Innenpolitisierung, wo die EU als Feindbild benutzt wird, sehr stark ausgeprägt ist. Die Einstellungen der Bevölkerung zur EU-Mitgliedschaft sind, und hier unterscheidet sich nicht von den Einstellungen der außenpolitischen Entscheidungsträger, im hohen Maße ambivalent. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft werden im Großen und Ganzen positiv eingeschätzt, während die österreichische Bevölkerung in Bezug auf die politische Integrationsdynamik der EU deutlich ablehnender und skeptischer ist. Das Hauptmotiv
der hohen Unterstützung bei der Volksabstimmung im Juni 1994 war die Erwartung der Bevölkerung, ein EU-Beitritt würde sich wirtschaftlich positiv auswirken. Das erklärt auch, dass die Unterstützung einer EU-Mitgliedschaft seit dem EU-Beitritt im Jänner 1995 weiterhin ungebrochen ist, im langjährigen Mittel um die 70%, während die österreichische Bevölkerung in Bezug auf die Unterstützung der politischen Finalität der EU unter den EU-27 zu den stärksten EU-Skeptikern zählt. Das ist einfach sehr spannend zu analysieren. Ja, im Kontext eines maximal 20 Druckseiten umfassenden Beitrags ist die Frage, was ich da noch an systematischen empirischen Analysen machen kann, aber sicher bei den Flüchtlings- und Asylpolitik und Entwicklungspolitik, da ganz wichtig. Dann habe ich noch ein, Entschuldigung für die relativ pressierte, das pressierte Tempo, aber ich möchte also bei diesen 10 Minuten bleiben. Ich habe dann einen zweiten Teil, der mich ziemlich fasziniert. Das sind also Thesen zur Zivilgesellschaft, also NGOs, die aktiv sind in der Außenpolitik. Da kann ich das, was ich hier, das können Sie dann auch nachlesen, nicht wirklich voll ausführen. Es ist so, was interessant ist, dass im Gegensatz zur Bevölkerung die Mitglieder und Aktivisten der NGOs klarere Zielvorstellungen haben. Sie streben an, durch kritische Analysen und durch Aktionen gegen Öffentlichkeiten herausfinden. Durch die Ausrichtung und das Profil der Außenpolitik im Bereich von Menschenrechten, Entwicklungspolitik, Friedenspolitik, Flüchtlings- und Asylpolitik sowie Klimapolitik verbessert. Und die NGOs nehmen wichtige von der Politik vernachlässigte Zukunftsbereiche, wie insbesondere Klimapolitik, positiv und nachhaltig auf. Es gibt dann sehr interessante Überlegungen über die hohe Diversität der NGOs. Eine Betriebswirtin, die Ruth Simser, hat zwei unterschiedliche Funktionen. Voice, die politische Thematisierung von wichtigen Themen, und dann Service, medizinische Unterstützung wie die Ärzte an der Grenze und so weiter, hier angeführt. Nicht nur die hohe Diversität macht es schwierig, verallgemeinerungsfähige analytische Aussagen über den Einfluss der NGOs zu machen. Sie sind im Gegensatz zu den etablierten Akteuren in der Außenpolitik, also zu Regierungen und Diplomaten, zumeist nur indirekt in einem höchst komplexen Geflecht unterschiedlicher Akteure und unterschiedlicher Politikebenen wirksam. Ganz spannend und wichtig ist es, dass es seit den 90er Jahren hier eine zunehmende Internationalisierung und Zusammenschluss der NGOs gibt und dass auch vor allem in den Vereinten Nationen eine zunehmende politische Aufwertung der NGOs erfolgt. Ich kann nur zwei, drei Punkte nachher erwähnen, die mir sehr wichtig scheinen. Die Anliegen und Forderungen der zivilgesellschaftlichen NGOs, die also im internationalen Bereich und in der Außenpolitik tätig sind, werden zwar prinzipiell von den außenpolitischen Entscheidungsträgern in Österreich positiv gesehen, aber nur selten oder kaum kommt es dazu, dass sie eingeladen werden, mit Entscheidungsträgern gemeinsam konkrete Lösungen zu erarbeiten. In den meisten Fällen räumen die außenpolitischen Entscheidungsträger den NGOs, insbesondere in der Entwicklungspolitik, nur eine Pseudopartizipation ein. Erfolgreicher waren die NGOs im UN-Kontext. So ist hier vor allem die UN-Menschenrechtskonferenz 1993 in Wien, in der auf Initiative der NGOs, vor allem Amnesty International, weil damals führt, das Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte, UNHCR, eingerichtet wurde. Das Totalverbot der Antipersonenminen, wo auch Österreich eine wichtige Rolle gespielt hat. Initiativen zum Verbot der atomaren Waffen, wo die NGOs sehr gut auch mit der österreichischen Regierung oder ihren Vertretern zusammengearbeitet haben. Und dann natürlich die Teilnahme der österreichischen NGOs an der internationalen Kampagne für atomare Abrüstung, die im Jahr 2007 in Wien gegründet wurde. Ja, dass es den NGOs nicht gelungen ist, vor allem in den wichtigsten Aktionsbereichen in der Entwicklungspolitik, die Malaise der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und die beschämend geringe finanzielle Unterstützung der UN-Sonderorganisationen im Bereich der Flüchtlingshilfe, Klimapol, zu verbessern, das wird auch in dem Beitrag von Michael Obrowski sehr, sehr gut analysiert werden. Ja, am Schluss ist zu sagen, es ist ganz wichtig, nach dieser schon weitgehenden Stagnation einer politisch aktiven Außen- und Netzpolitik sich auch, ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns alle und für das Handbuch, politische Alternativen zu diskutieren und das Volk zu bringen, die eine aktive demokratische Außenpolitik
anstreben können. Herzlichen Dank, ich musste ein bisschen hetzen, aber ich hoffe, ich war verständlich. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Kramer. Wunderbar verständlich und sehr spannender Vortrag. Wir sind jetzt in diesem zweiten Teil, in dem Diskussionsteil. Ich würde jetzt all diejenigen bitten, die in Zoom dabei sind, dass sie, wenn sie eine Wortmeldung haben, dass sie bitte unten diesen Button nutzen, Reaktionen, und dann eben die Hand heben. Dann sehe ich, wer sich zu Wort melden möchte, und werde sie dann entsprechend aufrufen. Für diejenigen, die uns im Livestream folgen, auch noch einmal der Hinweis: Sie können Fragen und Kommentare posten, und die werden dann entsprechend an mich weitergeleitet. Gut, damit ist die Diskussion eröffnet. Ich bitte um kurze Fragen, kurze Kommentare, weil wir mit der Zeit schon entsprechend fortgeschritten sind. Ich sehe Herr Kneuker. Ja. Bitte schön. Dann sind Sie gleich in der Reihe. Ja, hören Sie mich? Ich höre Sie, ja. Ja, ich habe eine Bemerkung, die man auch als Frage verstehen kann. Wir sind ja hier auch hier in einem Symposium der Autoren, und das Problem, das sich stellt, ist, dass es viele Berührungspunkte unter den einzelnen Beiträgen gibt. Also für meines, das ja erst kommen wird, ist es eindeutig zu Heinisch und zu Konrad und ähnlich und anderen. Nun, ich wollte nur zur Klärung fragen, schaden Redundanzen wirklich? Ich meine, wir alle gehen von verschiedenen Gesichtspunkten aus. Redundanzen können sogar recht instruktiv sein. Widersprüche habe ich noch keine gehört zu mir. Würde es welche geben, müsste man es, glaube ich, noch einmal diskutieren. Und die Endfassung unserer Beiträge sollte darauf Rücksicht nehmen. Ich wollte dieses Thema stellen und fragen, wie die anderen damit umgehen würden. Aber das wäre meine Idee, wie wir das Problem lösen. Einerseits schaden Redundanz nicht wirklich. Sollte es Widersprüche geben, müssen wir sie aufklären. Und wir alle werden in der Endfassung noch irgendwie Rücksicht aufeinander nehmen. Ja? Mhm. Dankeschön. Vielleicht darf ich als einer der drei Herausgeber auf das gleich antworten. Also Redundanzen prinzipiell stellt aus unserer Sicht kein Problem dar. Wir wollen halt, und vor allen Dingen Widersprüche sind auch erwünscht, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist eben auch Sinn und Zweck dieser Konferenz, jetzt einmal zu schauen, wie wir die Beiträge aufeinander abstimmen können. Also beispielsweise auch, wo wir sicher nochmal nachdenken müssen, ist bei der Abstimmung zwischen den Beiträgen von Reinhard Heinisch, Christoph Konrad und von Laurenz Enser, Jedenastik, also wo wir eine Überschneidung beim Parlament haben, die aber wahrscheinlich kein Problem ist, weil auch der Fokus der Beiträge ein wenig ein anderer ist. Also damit werden wir sicher noch umgehen können. Also es ist nicht prinzipiell verboten, dass sich die Beiträge überschneiden. Mein Beitrag Neutralität wird sich auch mit vielen verschiedenen Beiträgen wahrscheinlich überschneiden. Beitrag von Herrn Frank beispielsweise, wo es um also Bundesheer geht. Beitrag vom Kollegen Eder, wo es um Sicherheitspolitik geht. Also das werden wir entsprechend auflösen. Das ist kein Problem. Ja. Dankeschön. Dann darf ich noch um weitere Wortmeldungen, Fragen, Kommentare bitten. Also ich möchte mich herzlich bedanken, also dass Sie diese Initiative ergriffen haben, ein Handbuch zu machen, weil ich wirklich denke, also das fehlt uns lange. Ganz kurz noch ein paar Sachen, also zur Einführung von Herrn Briggs. Ich weiß nicht, ob er noch anwesend ist, aber mich hat ein bisschen gewundert, also erstens einmal, dass er die Frage nach der Kleinstaatlichkeit erhoben hat. Aber das ist vielleicht wirklich, hängt damit zusammen, also wie wenig interessiert auch die österreichische Politik an dem gewesen ist, also was in der österreichischen, in der Politikwissenschaft über Österreich und die Außenpolitik geschrieben worden ist. Also es gibt da ziemlich reichhaltige Literatur in den schon späten 70er, frühen 80er Jahren, wo wir also zur Kleinstadt, also wir meine ich jetzt, also auch den Helmut Kramer und das Österreichische Institut für internationale Politik, wo wir sehr viel über die Kleinstaatlichkeit gesprochen haben, ob jetzt Österreich ein normaler oder unnormaler Kleinstaat ist. Also ich glaube noch immer, wenn wir die Reaktion der internationalen Szene, auch der wissenschaftlichen Szene auf Österreich Revue passieren lassen und auch der internationalen Medien, dann war Österreich nie ein normaler Kleinstaat, aber weil eben die Vergangenheit, und die Vergangenheit heißt also die imperiale Vergangenheit und die Rolle, die Österreich im Nationalsozialismus gespielt hat, also das wird immer mitgedacht. Und daher, wie gesagt, also Österreich
von den Kriterien, die man Kleinstaatlichkeit anlegen kann. Und wie gesagt, da haben wir wirklich gut darüber gesprochen und geschrieben. Kaum ein österreichischer Politiker wollte was damit anfangen, einschließlich Bruno Kreisky. Aber Bruno Kreisky war der einzige, glaube ich, der bisher als österreichischer Autor im Foreign Affairs einen Beitrag geliefert hat, den wahrscheinlich nicht er geschrieben hat, sondern wahrscheinlich der Thomas Nowotny, nehme ich an. Und dort ist der Begriff von Small State für Österreich also verwendet worden. Ja? Und auch Kreisky wollte mit Kleinstaatlichkeit nichts zu tun haben. Okay, das ist das Erste. Dann, was der Herr Briggs gesagt hat zum Aktionismus. Also er hat eigentlich der Generation, der ich mich ja auch angehörig fühle, von Politologen also offensichtlich ein bisschen unterstellt, dass man nicht genau weiß, also ist das jetzt Wissenschaft oder was immer, Aktionismus. Das hat vielleicht wirklich was zu tun damit, also wie Außenpolitik tatsächlich von den politischen Parteien her betrachtet worden ist. Ja? Also es liegt nicht meines Erachtens noch, also nur, wir mögen schon ein gerüttelt Maß an, vielleicht das auch Verantwortung da mitgetragen haben, dass Außenpolitik heute in der Öffentlichkeit also nicht höher angesehen ist und auch in den Medien nicht besser vertreten ist. Aber in erster Linie waren es die politischen Parteien und die ÖVP und die SPÖ, die tatsächlich genauso wie in der politischen Bildung dafür gesorgt haben, dass die Öffentlichkeit wenig davon informiert wird, wenig davon informiert wurde. Und die Medien haben sich daran sozusagen so, haben da mitgespielt. Und wenn man mit einem österreichischen Journalist bis heute redet, dann wird er Ihnen, der vielleicht also für Außenpolitik auch zuständig ist, dann wird er Ihnen sagen, na, die Leute interessieren sich ja nicht. Aber die Leute interessieren sich vor allem auch deswegen nicht, weil die österreichische Politik also nie auch mit der Öffentlichkeit oder mit dem Wahlvolk oder mit irgendjemand darüber sprechen wollte. Ich hätte genügend Beispiele also aus meinen eigenen Erfahrungen, sei es jetzt beim Verfassen also des Nationalberichts für die Rio-Konferenz, also wie damals mit diesen Fragen umgegangen ist. Bis zur KSZD und was weiß ich. Das nationale Interesse, dass man das nicht definieren kann, also ist mir auch ein bisschen neu, hat vielleicht auch wieder etwas damit zu tun, wie in Österreich mit nationalem Interesse umgegangen wird. Also wenn man da die Ministerien betrachtet, und da sage ich doch jetzt ein bisschen also über meine persönliche Erfahrung, also beim Abfassen des österreichischen Nationalberichts für die UNCED, also für die Rio-Konferenz. Da haben ein eher dem konservativen Lager und mich, also eher dem linken Lager sozusagen zuzurechnenden, damals noch etwas jungen Autor sozusagen. Also wir haben ein Gesamtkonzept vorgelegt. Daraufhin ist im Ministerial Conference, also wo Vertreter der österreichischen Ministerien drin gesessen worden sind, sozusagen einer nach dem anderen Vertreter der Ministerien aufgestanden und gesagt, na, so geht's nicht. Da müssen ja die Languages, also sozusagen die Sprachen der jeweiligen Ministerien, die was mit Ökologie und mit Ökonomie zu tun haben, müssen da repräsentiert sein. Also man könnte es dann sehr pragmatisch sagen, in Österreich versteht die österreichische Politik und der nationalen Interesse die Summe der Einzelmeinungen der Ministerien. Ja, also okay, ob das gut ist oder schlecht ist oder was. Jedenfalls darüber zu diskutieren, ob das Sinn macht, hat die Politik, also mit der Politikwissenschaft, nie versucht. Ja, zur immerwährenden Neutralität, auch Ihnen gesagt, Herr Sen, also da könnte man natürlich sehr viel sagen. Ja, also ich würde vor allem, würde ich Ihnen empfehlen, also sich ein bisschen auch mit Manfred Rott auseinanderzusetzen, der ja sozusagen die Veränderungen ganz gut beschrieben hat. Ich glaube, in einem Artikel, den er 1991 herausgegeben hat, der dann von der differenziellen Neutralität spricht. Ganz wichtig ist es auch, also dass Sie vielleicht auch von den ursprünglichen völkerrechtlichen Sinn von den Vorwirkungspflichten des immerwährend Neutralen ein bisschen was hineinnehmen sollten, weil wir ja noch immer behaupten, wir sind permanent neutral, obwohl das, und da bin ich sehr froh, dass Sie das aufgenommen haben, die Glaubwürdigkeit also völlig im internationalen Rahmen überhaupt nicht mehr gegeben ist. Ja? Also die Neutralität spielt in der nördlichen Hemisphäre bei keinem Vertreter, politischen, wissenschaftlichen, sonstigen Vertreter mehr eine besondere Rolle. Dort, wo die österreichische Neutralität noch in der Praxis wirklich wirksam sein kann, das ist eher im Rest der Welt, vor allem in der dritten Welt heute. Und dort könnte man, ganz egal, ob man sich dann als immerwährend von mir als neutraler bezeichnet oder nicht, also das haben wir, wie gesagt, schon lange nicht mehr, aber da könnten wir tatsächlich also eine engagierte Politik betreiben.
Naja, vielleicht noch etwas, also weil ja von den Kollegen Heinisch und Konrad und so weiter also darauf hingewiesen worden ist, dass die Außenpolitik eine starke Prärogative der Exekutive ist bei uns und dass zwar das Parlament so viele Kontrollrechte hätte, aber davon nicht Gebrauch macht. Es ist tatsächlich so, dass die österreichische Außenpolitik von ganz wenigen Menschen eigentlich immer nur auch in entscheidenden Weichenstellungen eigentlich sozusagen vertreten worden sind. Und so etwas wie eine Planung oder so etwas wie eine programmatische, konzeptionelle Versuch zu sagen, was ein Staat wie Österreich, ob jetzt Kleinstaat oder nicht, ist mir völlig egal, was der machen sollte, ist eigentlich nur einmal versucht worden. Und das war 1978, also mit zwei Doktrinen, mit einer ÖVP- und SPÖ-Doktrin, die ich Ihnen empfehlen würde, sich die einmal anzuschauen, weil das ist ganz interessant. Sonst gibt es dann nur die Versuche, Sie wissen, also mit dem Optionenbericht, der dann gestaltet ist, 1998 und so weiter, also wo dann auch der Konsens in der Außenpolitik zwischen SPÖ und ÖVP auf einmal gegeben war. Ja, das nur ganz kurz. Dankeschön, Herr Höll. Herr Briggs, ich weiß, Sie sind mehrfach angesprochen worden. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Fragen dazu nehmen, auch für die Panelisten, und dann eine Beantwortungsrunde machen. Ich habe gesehen, der Herr Stadler hat vorher mal kurz die Hand gehoben. Das ist kurz reingeblitzt. Herr Stadler, haben Sie eine Wortmeldung oder war das? Ja, ja. Bitte schön. Jetzt muss ich nur schauen, ob mein Bild funktioniert. Funktioniert, ja. Hervorragend. Okay, also ich wollte ein bisschen anschließen an den Ottmar Höll und auch mich hier auf den Emil Briggs beziehen. Zuerst einmal zum Thema Kleinstaat, Mittelstaat. Also eine kurze Recherche auf Wikipedia zeigt das, was ich auch immer wieder gehört habe. Bei Kleinstaaten reden wir von Staaten bis 15 Millionen Einwohnern, bis zu einer Fläche von 5000 Quadratkilometern. Also das ist jetzt also unscharf, zugegebenermaßen. Mittelstaaten sind größere, aber ich glaube, entscheidend ist vielmehr bei der Frage Kleinstaat oder Mittelstaat das Selbstbild und das Fremdbild. Ja? Also wie schätzen wir uns selbst ein mit unserer politischen Bedeutung international, und zweitens, wie sehen uns auch die anderen? Und das muss man einfach auch von beiden Seiten her checken. Zum Thema Neutralität möchte ich dem Ottmar Höll doch etwas widersprechen. Und es tut mir jetzt leid, dass Sie Ihren Vortrag nicht ganz gehört habe, Herr Sen, weil ich auch in den anderen Panels vorbeigeschaut habe. Die Neutralität spielt schon heute auch noch eine Rolle. Also wir haben gerade in den letzten Verhandlungen über die europäische Friedensfazilität gesehen, wie wichtig die Allianz der drei verbleibenden Neutralen, nämlich der Iren, der Malteser und der Österreicher, im Hinblick darauf war, dass im Rahmen der doch milliardenschweren europäischen Friedensfazilität keine letalen Waffen in Drittstaaten gekauft, also mit österreichischem bzw. maltesischem und irischem Steuergeld gekauft werden dürfen, dadurch, dass wir eine Opting-out-Möglichkeit durchsetzen konnten. Ich glaube, das war ein wichtiges Thema unserer diplomatischen Anstrengungen der letzten zwei Jahre. Und das führt mich schon zum letzten Punkt, als nämlich die Frage nach den Interessen. Gibt es nationale Interessen? Und da kann ich schon sagen, und ich glaube, es ist eigentlich ein No-Brainer. Also wer an internationalen Verhandlungen teilgenommen hat, und ich habe das also regelmäßig gemacht im Rahmen der OSZE, auch der UNO und auch innerhalb der EU, da gibt es ganz langfristige eingesessene Positionen, die diese nationalen Interessen abbilden. Also ich habe jetzt gerade die European Peace Facility oder Europäische Friedensfazilität als ein so ein nationales Interesse definieren können. Diese nationalen Interessen werden natürlich dauernd neu verhandelt. Und ich glaube, gerade diese Analyse des Verhandlungsprozesses darüber ist und bleibt spannend und wird wahrscheinlich der entscheidende Beitrag dieses Bands oder dieses Sammelbands werden, und zu dem ich jetzt schon gratuliere und auf den ich mich freue. Danke. Vielen Dank. Ich möchte noch eine Frage an den Laurenz Enser-Jedenastik richten und dann in die Beantwortung übergehen, weil wir auch schon sehr fortgeschritten sind von der Zeit her. Und zwar, Laurenz, mich würde noch einmal interessieren bei dieser Übersicht der Entwicklung in den Parteiprogrammen, also wo die
außenpolitische Position oder wo die Relevanz der Außenpolitik nach unten geht und die Relevanz der Europapolitik nach oben geht. Hast du in einem Nebensatz erwähnt, Sicherheits- und Verteidigungspolitik hast du rausgenommen. Mich würde noch einmal interessieren, warum und ob es nicht doch relevant wäre, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik hineinzunehmen, weil es eben auch ein Kernbereich der Außenpolitik ist. Ich möchte jetzt zunächst einmal das Wort an den Herrn Botschafter Briggs übergeben, der von mehreren Seiten gefragt wurde oder mit Kommentaren versehen wurde. Tut mir leid, Sie sind eigentlich gar kein Panelist, aber wenn Sie schon so direkt und mehrfach gefragt werden, dann möchte ich Ihnen natürlich auch die Möglichkeit zur Antwort geben. Bitte schön. Danke vielmals. Ich bin Gott sei Dank in dem Panel jetzt geblieben zum Zuhören. Ja, ich bin gefragt worden, warum habe ich das Thema Kleinstaat, mittelgroßer Staat angesprochen? Ich bin gefragt worden, wieso habe ich Aktionismus gesagt? Und ich bin gefragt worden, wieso habe ich nach nationalen Interessen gefragt? Das waren einleitende Bemerkungen, wo ich der Überzeugung bin, dass in einem Handbuch der österreichischen Außenpolitik solche Fragen, die über die Disziplinen hinausgehen, einfach besprochen werden müssen. Ich halte das Thema Kleinstaatlichkeit, mittelgroßer Staat für etwas, was quer durch alle Beiträge eine gewisse Rolle spielt. Daher ist die Frage, ob das nicht auch verdienen würde, angesprochen zu werden. Sei es in der Einführung, Herr Sen, bei Ihnen oder sei es an anderer Stelle. Aber es ist nicht uninteressant und Stadler hat darauf hingewiesen, da kommt es ja auch auf die Dimensionen des Fremdbildes und des Eigenbildes an und es kommt auch auf die Veränderungen an. Man sieht ganz sicher an der Veränderung der Selbsteinschätzung. Ich wage jetzt einmal die Selbsteinschätzung, dass in den letzten Jahrzehnten hier eher das Bild von der Kleinstaatlichkeit, das ja von Höll und anderen so intensiv auch untersucht wurde, in Richtung, na sagen wir mal, einer größeren Selbstwahrnehmung zumindest Österreichs sich entwickelt hat. Aber das müsste ein Thema sein fürs Handbuch. Das zweite, Aktionismus. Naja, ich glaube, ich möchte nicht provozieren, aber die Ideologiebehaftetheit vieler politikwissenschaftlicher Untersuchungen, auch zur österreichischen Außenpolitik, ist ja evident. Ich meine, das wird ja wohl niemand bestreiten. Und auch das sollte ja ein Thema sein in so einem Handbuch. Also nicht nur, dass die Autoren sagen, aus ihrem jeweiligen Blickwinkel auch Wertungen abgeben, unvermeidbar. Und ich weiß nicht, wie das in der Politikwissenschaft sonst gehandhabt wird, aber dass man auch zum Thema macht, dass sehr viele der Arbeiten, der wissenschaftlichen Arbeiten zur österreichischen Außenpolitik natürlich aus bestimmten politischen Blickwinkeln gestaltet werden. Und was Professor Kramer am Schluss gesagt hat, dass er auch Alternativen zur Außenpolitik darstellen möchte, hat mir eigentlich wieder nur bestärkt, dass natürlich bis heute es ganz klar ist, dass hier einen starken ideologischen Hintergrund auch in der Forschung zur österreichischen Außenpolitik gibt. Und der dritte Punkt, der bei mir angesprochen wurde, warum habe ich nationale Interesse angesprochen? Naja, es gibt bei den Großstaaten eigentlich immer eine Diskussion darüber, ob und wie lassen sich nationale Interessen formulieren. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind das beste Beispiel dafür. Ich glaube, in der Theorie heißt es, Großstaaten brauchen solche Strategien, was ihr nationales Interesse ist. Kleinere Staaten brauchen das nicht, weil die sind ja ohnehin so irgendwie stärker abhängig vom Umfeld. Und ich würde das in Frage stellen. Und ich glaube, in einem Handbuch sollte man auch das zum Thema machen. Wie schaut es denn aus? Wie braucht ein Staat wie Österreich eine Formulierung nationaler Interessen? Das gehört ja auch wieder in fast alle Beiträge hinein, weil da hängt ja davon ab, wer formuliert die nationalen Interessen, welchen Einfluss haben Parlament und es wurde ja alles besprochen. Also ich habe es nur als Anregung vorgebracht, dass man das Thema nationale Interessen, wie haben sie sich verändert, wer formuliert sie, wie sind sie formuliert, auch zu seinem Handbuch dazugehört. Okay, vielen Dank. Ich möchte jetzt weitergehen. Es war keine Frage an Oliver Radkolb. Oliver Radkolb meldet sich aber jetzt zu Wort. Ich möchte zunächst noch dem Lorenz Enser-Dynastik die Möglichkeit geben zu antworten. Lorenz, bitteschön. Ja, gerne. Die Sicherheitspolitik oder Landesverteidigungsfragen sind jetzt nicht drin. Es ist überhaupt kein Problem, die reinzunehmen.
Das war einfach jetzt eine Abgrenzung, die mir in nicht genauer Kenntnis dessen, wie es konzeptuell eigentlich ausschauen soll, so als sinnvoll erschienen ist. Aber es ist überhaupt kein Problem, das da noch reinzunehmen, vor allem für die Betrachtung der Parteienseite. Ja. Okay, danke schön. Ich sehe, Herr Höll, Sie wollen sich auch noch mal zu Wort melden. Ich möchte zunächst noch mal Reinhard Heinisch und Christoph Konrad die Möglichkeit geben, zu antworten, wenn Sie wollen. Ich glaube, so viel wird es ohnehin nicht geben. Reinhard, magst du noch was sagen? Ja, wir haben eigentlich, da wir doch länger dabei waren, wollte ich eigentlich jetzt nicht das noch weiter strapazieren. Ich meine, ich hoffe, dass, also ich sehe die Politikwissenschaft schon sich in eine Richtung entwickeln, die doch empirisch basiert arbeitet und sehe auch das Projekt bei dem Handbuch so, also dass wir das doch, dass es doch diese ideologische Komponente jetzt nicht für uns im Vordergrund steht, dass wir eben auch versuchen, das mit Zahlen entsprechend zu unterlegen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Entwicklung der österreichischen Politikwissenschaft, dass wir diese Diskussionen auch um Ideologie, dass wir darüber hinwegkommen. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit, glaube ich, bei dem Buch ist natürlich, es wurde vorher angesprochen vom Herrn Kneuker, und das war für uns auch ein Thema, wie wir mit den Überlappungen umgehen, wie wir mit den Abgrenzungen umgehen. Mit Laurenz haben wir uns vorher abgesprochen oder wir haben das kurz ausdiskutiert. Ich glaube, da hält sich das in Grenzen zwischen Parteien und Institutionen. Aber wir haben natürlich in unserem Kapitel auch, würden gerne Querverweise, und das sind wahrscheinlich dann die Herausgeber gefordert, das entsprechend zu bezeichnen. Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen auch, dass natürlich auch die Themen unterschiedlich im Umfang sind. Also wir haben zwei, drei große Institutionen. Jetzt könnte man zu allen Schlagzeilen liefern oder doch ein bisschen in die Tiefe gehen, da wird es aber dann gleich sehr breit. Also das ist auch so ein bisschen, wir sind so ein bisschen unglücklich, dass das halt doch sehr asymmetrisch ist vom Umfang her, weil natürlich allein der Bundespräsident ist schon und da die rechtlichen Grundlagen, das ist so wie woanders gibt es halt ein Thema. Das ist irgendwie so ein bisschen, und das war für uns auch glaube ich, der Grund, dass wir doch länger auch mit ihm gekämpft haben, das dann auch dann zu integrieren und dann auch die entsprechenden Daten auszuheben. Okay, danke für den Hinweis. Also da werden wir uns auf jeden Fall noch Gedanken machen, wie wir diese Asymmetrie ein bisschen beheben können. Ich möchte auch den Punkt noch einmal bestärken, den Reinhard Heinisch gerade gesagt hat, auch ein bisschen zur Ehrenrettung der Politikwissenschaft antreten. Also wir verstehen das Projekt auch genauso. Es ist ein empirisch-analytisches Projekt, aber wir möchten nicht umfallen in der Hinsicht, dass wir wirklich auch Probleme herausarbeiten und vielleicht auch Lösungen anbieten. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir uns ideologisch irgendwie dem Ganzen annähern, sondern dass wir einfach sagen, okay, wir schauen uns das empirisch-analytisch an, auf Basis von Datenmaterial, und das war ja auch in diesem Panel schon sehr schön. Und dann kommen wir zu Befunden, und auf Basis dieser Befunde, wie ich es auch versucht habe, in meinem Neutralitätsbeitrag zu machen, werden wir noch entsprechende Anregungen geben. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, glaube ich, mir auch noch ganz wichtig ist, um das noch einmal zu erwähnen. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, bitte um kurze Wortmeldungen, bitte. Das wäre einmal noch, drei sind es, einmal noch vom Herrn Radkolb, dann der Herr Höll noch einmal, und dann werde ich mich zum Schluss auch noch mal mit meinem Beitrag oder zu meinem Beitrag zu Wort melden. Bitte schön, Herr Radkolb. Ja, vielen Dank. Ich habe ein bisschen eine Sorge nach dem ersten Panel, dass wir alle zu sehr in unsere Disziplinen zerfallen und zu kleinteilig werden. Und ich möchte also diese Debatte vom Kollegen Brix aufnehmen. Und es wäre, glaube ich, schon sinnvoll einmal, und es gibt ja eine breite Palette an angloamerikanischer, aber auch europäischer Literatur zu einer Definition von National Interest. Und dass wir dann auch versuchen, ja am Ende für dieses Handbuch die großen Linien herauszuarbeiten. Ja. Und das, glaube ich, ist ja für die Benutzer auch extrem wichtig. Ja. Ich glaube, eine große Gefahr, und das ist leider in vielen Handbüchern, die ich kenne, so der Fall gewesen, dass man zu kleinteilig wird, total spannend, empirisch, aber es fehlt sozusagen das verbindende, gemeinsame, grundsätzliche. Und für mich schon ist relativ klar, eigentlich das nationale Interesse bis zum EU-Beitritt, ja, das definiert sich eigentlich durch ganz konkretes
politisches Handeln, ja, ist parteipolitisch natürlich nicht uniform. Ich habe das am Beispiel der Neutralität gebracht, aber da ist das gemeinsame nationale Interesse, die alliierte Administration zu beenden. Und also ich fände es schon spannend, auch über all diese Beiträge, ja, letzten Endes die großen außenpolitischen Ziele zu definieren und sich dann auch in der Gegenwart die Frage zu stellen, haben wir überhaupt noch außenpolitische Ziele? Zu dem, was ich in der letzten Zeit gelesen habe, da bin ich, es wäre wirklich wichtig, dass man so eine große Linie, große Aussagen auch am Ende des Bandes trifft. Sonst sind es viel zu viele, glaube ich, kleine Einheiten. Und da bedarf es vielleicht auch noch einer gemeinsamen Redaktionssitzung, um hier diese Dinge auch zusammenzuführen. Und insofern, glaube ich, ist diese Diskussion über National Interest, glaube ich, eine sehr sinnvolle. Dankeschön. Also das nehme ich sehr gerne auf, werde es auch mit den anderen Herausgebern nochmal besprechen, ob wir vielleicht zum Schluss das nochmal in einer Zusammenschau, in einem abschließenden Kapitel entsprechend aufnehmen. Dankeschön. Herr Höll, ich habe jetzt Sie noch auf der Liste. Bitte um eine kurze Wortmeldung, weil ja, wir sind schon sehr, sehr fortgeschritten. Dem, was Oliver Radkolb zum Schluss gesagt hat, kann ich auch nur zustimmen. Und wie Herr Brix, also seine Fragen oder seine Anmerkungen sozusagen also jetzt in einen Kontext gestellt hat, da bin ich völlig auch d'accord. Also ich denke, man sollte diese Fragen aufnehmen in der Einleitung oder vielleicht auch in einem Schlusskapitel, das wäre sicherlich sinnvoll. Eine Anmerkung vielleicht noch, also zum Aktionismus oder zur Ideologiehaltigkeit, auch die österreichische Außenpolitik war sehr stark, die praktische Außenpolitik war sehr stark von ideologischen Positionen her geprägt und daher war es nicht leicht, sozusagen also in diesem gefährlichen Minenfeld sich auch zu positionieren. Ja, vielen Dank. Also das mit der Ausdeutung auch dieser Kleinstaatlichkeit, das werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Das werden wir, ich glaube, wir müssen es in der Einleitung entsprechend thematisieren. Derzeit ist es, ja, wird es quasi als Common Sense. Entschuldigung, also, darf ich da noch mal kurz was dazu sagen? Also ich glaube, dass der Versuch, Kleinstaatlichkeit wirklich jetzt nur in quantitativen Zahlen festzumachen, dass der in die Irre führt. Ja? Also ich habe das, wie ich noch jünger war als Sie, 1978 das erste Mal darüber gesprochen, mit den 15 Millionen und was weiß ich was, das ist damals schon diskutiert worden. Aber ich glaube, man sollte also wirklich auch nicht vergessen, dass Österreich, also erst einmal, was ich gesagt habe, tatsächlich also kein normaler Kleinstaat und auch nicht so gesehen wird und dass wir natürlich als Kulturnation, also mit all dem vergangenen hochkulturellen Assets, die wir haben. Ja, also da ist Österreich also über die Kleinstaatlichkeit weit hinaus, das ist auch ganz klar. Ja? Also das müsste dann auch Teil dieser Erklärung sein, meines Erachtens nach. Also nur sich festzumachen an ein paar quantitativen Zahlen, also das hielt ich für wenig sinnvoll. Und Entschuldigung, dass ich immer daneben schaue. Ich habe nämlich hier einen Monitor und ich sehe Sie auf meinem Monitor und hier ist mein Notebook. Und also das ist nicht Arroganz oder sonst was, sondern genau einfach hier in Ihre Gesichter und nicht dort. Das, ich glaube, wir sind solche Praktiken mittlerweile in Pandemie-Zeitalter gewöhnt, dass man im Prinzip in eine Richtung spricht, in die andere Richtung schaut. Und also von dem her ist es überhaupt kein Problem. Okay, also ich werde das wirklich gerne aufnehmen mit der Kleinstaatlichkeit. Ich werde jetzt mein kurzes Feedback noch auf den oder meine Reaktion auf meinen Beitrag möchte jetzt wirklich auch nochmal anstellen, weil wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten mit der Zeit und ich glaube, wir sollten es auch nicht überstrapazieren. Ich werde auf jeden Fall die Vorschläge gerne aufnehmen, auch mit der Literatur, die erwähnt worden ist, und hier auch entsprechend noch einmal nachbessern und bin auch für jeden Hinweis dankbar in weiterer Folge auf weitere Versionen von dem Papier. Da möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die vorgetragen haben, die mitdiskutiert haben, die Fragen gestellt haben. Ich glaube, es war ein sehr schöner Auftakt für diese Tagung und für dieses Projekt. Und wir sehen uns dann morgen erfrischt um 10 Uhr wieder zur zweiten Panelgruppe. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und machen Sie es gut. Bis morgen.